Go! Wir sind wieder live. Ich hätte auch was vermisst, denn heute nicht. Hallo. Herzlich willkommen zurück. Runde 4. Ich habe es ja eben schon im Chat geschrieben. Jetzt sind wir wieder da mit unserer Fotosession mit Jamari Lior. Schön. Und mir, ja. Ich bin immer da, wie haben wir schon festgestellt. Ich bin irgendwie hier verankert. Ja, schön, dass du da bist. Wie gesagt, zweiter Tag und letzter Stream für heute. Wir heben uns das Beste ja bekanntlich zum Schluss auf, von daher sind wir das heute... Musstest du jetzt, genau, ne? Natürlich muss ich das jetzt sagen. Genau, der Rufus macht hier noch ein paar kleine technische Setups und währenddessen würde ich sagen, sage ich schon mal ganz kurz Hallo in die Runde, guck mal, wer da schon alles da ist. Die Sabine ist da, die Jasmin, oder Jasmin, ich bin mir nicht sicher, je nachdem. Der Thomas, die Anke, der Carsten, My Lady Janine, Thorsten ist wieder da, Raffaela, Tim, unser Moderator, Frank ist auch da, sehr cool, dass ihr alle da seid. Kommt bestimmt noch mehr, immer schön fleißig in den Chat schreiben, dass ihr da seid. Und genau, Jamari ist natürlich auch da. Und stellt schon eure Fragen, wenn ihr mögt. Solange wir noch ein bisschen mit der Technik arbeiten, genau, kann ich ja schon irgendwas beantworten. Genau, wir müssen nämlich gerade gucken, weil irgendwie, wir haben ja im Moment so ein bisschen Probleme mit diesem Internet, aber hoffentlich soll es morgen besser werden. Da gibt es dann so ein kleines Upgrade, was die Breitbandverbindung angeht. Sollte eigentlich heute schon kommen, aber wie das so ist, ne? Gibt es immer eine Verzögerung. Sollte dann morgen auf jeden Fall der Fall sein. Norbert ist auch da und Joachim auch. Und ich würde sagen, was haben wir denn? Vielleicht machen wir so ein kleines Recap zu dir. Kannst du mir vielleicht noch ganz mal kurz erzählen oder magst du vielleicht ein bisschen rüberrücken, damit du ein bisschen mehr Platz hast, dass man dich sieht? Oder auf Kuschelkurs. Ja. Genau, kannst ja einfach mal kurz erzählen, vielleicht so in 2 Minuten, wer du bist, nochmal als Recap. Ich noch meine Website. Ja, aber ich habe jetzt meinen hier leider nicht verbunden, deswegen. Mist. Aber so, kannst ja ganz kurz erzählen. Vielleicht könnt ihr es ja auch selber machen. Warte, ich gebe dir das. Und das mache ich dann. Okay. Oder so, genau. Mach dann das so. Hier? Ja. So, und dann verbinden wir das mal kurz hier und ich mache mal ein neues Fenster auf. Beziehungsweise das machen wir kurz auf Pause. Und machen ein neues Fenster auf, indem du dann gerne mal deine Website eingeben kannst und ich switche so lange hier rüber. So und so auf. Naja, wenn man über Bilder spricht, ist es immer blöd, nicht zu sehen. Deswegen, wenn ihr mögt, geht mal auf meine Website. Da findet ihr unter Galerie einmal Staged und einmal Ethnographic. Staged wären die inszenierten Geschichten und Staged ist nach Farben sortiert. Warum? Weil ich Farben einfach sehr gerne mag. Also eigentlich bin ich durch Farben so mit zur Fotografie gekommen, über einen langen Exkurs nach Südindien. Ein sehr farbenfrohes Land, in dem ich gelebt habe. Und ja, deswegen habe ich meine Galerie nach Farben geordnet. Da kommen wir von hellblau zu dunkelblau zu... Was kommt als nächstes? Weiß. Ich glaube, weiß und dann geht's ins Pinke, ne? Ja, du kennst dich besser aus als ich. Ja, hier geht's ins Rosane. Achtung, Kitschfaktor. Den wir jetzt wieder so langsam verlassen in Richtung Rot und Richtung Schwarz. Tatsächlich auch ein paar Schwarz-Weiß-Bilder. Bisschen was Reduziertes. Weiter Richtung Braun, Gelb und Grün. Tatsächlich ist bei ganz vielen meiner Bilder so eine Farbe wirklich dominant, dass man die so sortieren kann. Also, obwohl ich gerne bunt mag, ist doch immer eine Farbe der Master. Dann haben wir noch eine zweite Galerie, die Ethnographic. Das kommt so ein bisschen von meiner Fachtradition im Bereich Kulturanthropologie. Entsprechend bin ich furchtbar gerne unterwegs auf Reisen und fotografiere auch gerne dokumentarisch. Dokumentarisch, ja, da spalten sich so die Geister, ob man das bearbeiten darf oder nicht. Aber ich würde sagen, man darf nicht nur, man sollte sogar. Gerade in meinem Bereich, wo ich halt viel Menschen fotografiere, finde ich, dass ich das den Menschen schuldig bin, sie zu bearbeiten. Also man sieht heutzutage ja eigentlich nur bearbeitete Bilder. Und wenn ich dann jemanden unbearbeitet online stelle oder in ein Magazin packe, dann weiß ich nicht. Das fände ich irgendwie nicht so nett der Person gegenüber. Haben wir ja auch gestern schon angesprochen. Hast ja auch erwähnt und gesagt, dass du das nicht fair fändest. Gerade wenn man das eben vergleicht mit den anderen Bildern, die so im Internet kursieren, die auch zum großen Teil. Ja, ich versuche die Person zu optimieren, einfach wie sie bei einem guten Tag aussehen würde. Also so Augenringe oder was man so sonst so zufällig haben könnte, wird wegretuschiert. Und ja, einfach ein bisschen so Kleinigkeiten, was man auch sonst macht. Ein bisschen Dodge and Burn vielleicht. einfach wie eine Person an einem guten Tag dann ausschauen würde. Allerdings sollte man schon so ein bisschen wissen, wie das im jeweiligen kulturellen Kontext gewertet wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel einer Mauretanierin ein paar Kilo wegzaubere, ist sie vielleicht nicht so glücklich, weil die wirklich teuer waren. Es gibt ja kulturelle Kontexte, die an andere Schönheitsideale pflegen, als hier so der Mainstream gut findet. Also von daher... Das stimmt schon. Eher mit so ein bisschen Gefühl für den jeweiligen Hintergrund. Oder Farben ändern. Ne? Da kann man echt voll daneben landen. Wenn ich jetzt von hier FC Bayern München die Trikotfarbe ändere, weil ich sage, in mein Bild passt besser grün als blau-rot, dann wären bestimmt einige beleidigt. Vollkommen richtig. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz. Wir haben jetzt alles irgendwie wieder on track, hoffe ich. Sollte funktionieren, genau. Und ich switche nochmal kurz auf deinen Screen. Zack, genau. Da sieht man es jetzt nochmal. Bisschen kleiner kriegst du meinen Screen. Ja, also irgendwie ist das ein bisschen abge... Oder vielleicht kann ich hier einfach dieses Fenster kleiner stellen. Nein, nein, nein. Das ist wahrscheinlich schon aufs iPad eingestellt, oder? Kann sein. Schauen wir nochmal. Aber... Also wir müssen es, glaube ich, nur runterskalieren. Genau. Stimmt. Ja, genau. Perfekt, da ist alles. Da super, ist mehr brauchen wir nicht. Vielen Dank. Super, danke dir, Markus. Super duper. Da sind wir nämlich wieder hier on track. Genau, da hätten wir so eine kleine Präsentation zu, das bin ich ziemlich bearbeitet. Also es geht darum, wie bearbeite ich, was ist der Workflow. Und ja, dass wir ein bisschen Bilder bearbeitet zusammen mit Mr. Es. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich sehr gerne zusammen mit Kollegen arbeite. Mhm. In dem Fall war so die Idee aus mir, eine Medusa zu machen, in Anlehnung an dieses berühmte Gemälde. Das ist das, was ich sonst so mache. Vielleicht habt ihr ja Lust, mal das Pictures-Magazin zu lesen. Da wird man immer wieder das ein oder andere von mir sehen. Aber jetzt in medias res. Bearbeitung, wozu? Das wäre eigentlich so mal die erste Frage, die ich mir stellen würde. Was will ich eigentlich mit der Angelegenheit? Warum bearbeite ich überhaupt? Und ganz oft ist es eine Verbesserung, wie gerade angesprochen bei den Reisebildern, dass ich sage, okay, man kann mehr rausholen. Man kann die Physis verbessern, das Make-up, Kostümpose, vielleicht auch ungünstige Momente ein bisschen verbessern. Bei der Location genauso, da kann man auch verbessern. Also zum Beispiel, wie bei dem Bild hier rechts, den Himmel so ein bisschen verschönern. Oder der Rhein hatte an dem Tag kein Hochwasser, aber wir haben so getan, als ob. Und vielleicht hätte sowas passieren können in echt, aber naja, man möchte ja nicht kampieren und warten. Manchmal Erleichterung des Shootings, wenn man sagt, okay, da ist irgendwas, was stört, aber ich kriege das so schnell nicht weg oder ich kann es nicht abhängen oder so. Mhm. Und manchmal aber auch, dass man was völlig Neues kreiert, was überhaupt nicht funktionieren würde, irgendwas Unmögliches, wo ich lange warten könnte, aber das wäre niemals real. Naja, und ganz häufig geht es natürlich auch um die Aussage, dass man die Aussage unterstreichen möchte oder überhaupt erst neu kreieren möchte, verändern möchte, irgendwas Verrücktes oder Ironisches hinzufügen möchte. Und das Ganze eben mit verschiedenen Techniken. Ja, da habt ihr rechts zum Beispiel das Bild, das, naja, das zeigt so eine Mischung aus hübsch und niedlich, aber auch so ein bisschen was Deviantes drin. Die hat diese Fesseln da um die Arme, also ein kleines bisschen Fetisch drin. Und in der Bearbeitung wollte ich das nochmal mit diesem klassischen Hintergrund, ja, vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung nochmal lenken, sodass zwei Pole zusammenkommen. Ja, dann wäre die Frage, wie das Ganze. Und typischerweise würde ich anfangen mit Formatänderungen. Also mache ich ein Quadrat draus, mache ich einen Kreis draus. Oder vielleicht drehe ich nur ein ganz kleines bisschen und schneide entsprechend. Dann vielleicht Proportionänderung verflüssigen. Steht ein bisschen tiefer, ist aber typischerweise eine der Sachen, die ich relativ am Anfang mache. Also Figur reinbringen, aber auch bei Location-Elementen, dass man irgendwas vergrößert, verkleinert oder formt. Farbveränderungen, zum Beispiel eine einzelne Farbe austauschen. Das kennt ihr alle mit Indian Summer, ne? Wenn man nicht so viel Grün auf den Bildern haben möchte und das Grün in Richtung Rot bewegt. Geht aber auch Richtung Blau, sieht auch schön aus. Manchmal aber auch den gesamten Look, dass man alles mehr in eine Farbe bringt. Dann entfernen, hinzufügen oder austauschen von Elementen. Also irgendwo im Hintergrund, was das stört, das könnte man ändern. Oder, naja, keine Ahnung, bei Model-Shootings ist ganz typisch, dass Preisschilder irgendwo dran weg müssen. Sowas. Manchmal noch Grunge Aging, manchmal noch Layout, manchmal Montage. Zum Beispiel jetzt hier rechts bei dem Bild, das war so eine Art Grunge Aging, was da drüber gekommen ist. Mhm. Also eigentlich über das Originalbild eine Textur gelegt, im Ebenmodus weiches Licht, ein bisschen die Kontraste reingebracht und fertig. Das wäre der Ausflug in die Geschichte, wo man sieht, dass es einfach schon sehr lange passiert ist mit der Bearbeitung. Und ganz lang vor euch, ganz lang vor Photoshop hatten wir Leute, die bearbeitet haben und sogar ziemlich gut. Das besteht aus irre vielen Einzelnegativen von Reilander zusammenmontiert, fehlt in keinem Buch über Fotografie und wird fast immer auch ein bisschen verrissen, nach dem Motto, naja, geht aber schon kreativer. Ist halt relativ plump, ne? Man sieht diesen Vater mit den beiden Söhnen und die schlagen zwei Wege ein. Also der eine den von Rechtschaffenheit und Arbeit, der andere den von Laster und Sünde. Und es ist plakativ, es ist dieses Tor, es ist wie eine Schwelle zwischen Land und Stadt, zwischen Jugend und Erwachsenenalter. Aber das eigentlich Coole dran ist, dass der Künstler damit ein Statement gegeben hat, dass Fotografie in der Tradition von Kunst und Malerei stehen kann. Denn vorher, so als neue Technik, war ja gar nicht klar, was machen wir damit. Wie mit Röntgenstrahlen. Ist das so ein Party-Gag? So, komm, lass mal Röntgen gehen. Oder ist das irgendwas für Naturwissenschaften, wo man ganz exakt was festhält? Ja. Oder ist es halt auch Kunst? Ich finde, es erinnert mich so ein bisschen an das letzte Abendmahl, so vom Stil her. Na klar, also ich meine, es ist natürlich ganz anders aufgesetzt. Genau, mit der Mittigkeit, aber schon mit dieser starken, horizontalen, auf jeden Fall. Also ganz kurz zu den Fragen, die jetzt alle gestellt habt, die gehen wir auch gleich alle durch. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal alle Fragen, die ihr habt, einfach in den Chat machen. Und wenn wir fertig sind mit der Präsentation, können wir die nochmal auf die Nummer eingehen. Es kamen nämlich schon ganz viele, deswegen... Ach du, wir können ruhig... Wie du magst, ne? Also wollte ich jetzt nicht in deinem Fluss unterbrechen, deswegen... Passt schon. Also eine Frage war zum Beispiel vom Thorsten, die er gestern schon gestellt hat, aber ist wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. In Bezug auf das Wasserbild, ich mache das nochmal ganz kurz auf deinen Hintergrund quasi. Also hier, zack, in Bezug auf dieses Bild hat er nämlich gefragt, ist das Kleid unter Wasser an Seilen aufgehängt oder wie ist dann eben dieser Effekt der... Nee, das Tolle unter Wasser ist, dass Stoffe einfach wunderschön fliegen. Das ist eigentlich das Schönste unter Wasser. Oft würde man das sonst gar nicht so recht merken. Von daher, wenn ihr unter Wasser geht, würde ich euch empfehlen, nicht unbedingt nur in Badesachen unter Wasser zu gehen, denn oft sieht das unspektakulär aus. Das könnte man fast auch bei einem schwarzen Hintergrund einfach daheim vom schwarzen Molton fotografieren. Das Coole ist, dass die Haare und die Stoffe einfach wunderschön fliegen unter Wasser. Allerdings ist das zugleich auch das Problem, denn wenn man abtaucht, gerade wenn man das so mit Schwung macht, zack runter, passiert Folgendes. Das Kleid ist oben und der Kopf ist im Kleid und unten bist du blank. Also von daher muss man eventuell, ist immer gut im Team, ne? Auch das ist ja im Team entstanden mit Udo Strickroth und Sonja Sauer. Ist immer gut, wenn im Team einer so drumherum taucht und das Kleid nochmal in Position zieht. Das fliegt dann immer noch so ein bisschen, aber vielleicht nicht unbedingt über den Kopf des Models. Und außerdem gibt es auch noch so ein paar andere Tricks. Zum Beispiel gibt es bei Gardinen hier so kleine Beschwerungsbleistückchen. Das kann man auch machen. Man kann die in die Kleider so einnähen, dann haben die so ein bisschen weniger Auftrieb. Und je mehr das Modell tauchen kann, je länger sie unten bleiben kann, desto besser ist es. Dann setzt sich das so ein bisschen, fliegt aber trotzdem noch schön. Ja, das war jetzt viel zu dem Thema, aber... Ja, das ist doch cool. Das ist, ich denke mal, das war ja im Endeffekt das, was man wissen wollte. Ne? Weil ich finde das auch immer sehr, sehr spannend, wie viel man daraus machen kann. Ne? Weil, also, das ist ja auch ein... Es sieht auch aus wie ein Riesenkleid, muss man auch sagen. Ne? Das ist halt es war aber auch ein Riesenkleid. Also es war extra von Glückskleid Couture für dieses Shooting genäht. Wir wollten das mit vielen Bahnen. Ja, war ein tolles Kleid. Für solche Zwecke ganz super. Allerdings gibt es unter Wasser noch eine Sache zu beachten, gerade wo ich jetzt auf dieses Kleid komme. Denn wenn man tief taucht, ist irgendwann die Farbe rot futsch. Und zwar ziemlich schnell sogar. Also nach, ich glaube, nach 5 Metern ungefähr gibt es das kaum mehr. Das heißt, bei solchen Sachen schon sinnvoll, relativ weit an der Wasseroberfläche zu bleiben. Nicht nur wegen der Spiegelung, sondern auch wegen der Farben, die einfach noch ein bisschen schöner rauskommen. Oder man geht von vornherein auf blau oder grün. Aber hast du das auch dann mit deiner Kamera geshootet oder hast du dafür eine extra Kamera, die du... Das ist eine Kamera, die wirklich in ein Gehäuse reinkommt. Mit kleinen Ärmchen dran. Das sieht echt abenteuerlich aus, wie so eine Riesenkrake in Giga-Style. So ein großes, rundes Glas vorne, Ärmchen dran und an den Ärmchen sind Blitze dran. Und von außen blitzen wir nochmal. Funktioniert nicht immer, wenn man im Freibad draußen fotografiert, weil manchmal kriegen die Blitze das draußen nicht mit, dass geblitzt wird, wenn der Tag zu hell ist. Aber andererseits freue ich mich ja auf einen sonnigen Tag. Demnächst haben wir wieder Unterwassershooting. Sehr schön. Ich hoffe sehr, dass es warm wird und sonnig. Ja, dann macht es einfach mehr Spaß. Du bist ja, hast ja schon zwei Planungen vor dir, ne? Noch jetzt in den nächsten Zeiten. So ein paar. So ein aber paar. Ich darf nicht über alles reden. Nee, du darfst nicht über alles reden, das meine ich gar nicht. Aber der Tim hatte nämlich gestern gesagt, da hast du irgendwo veröffentlicht, dass du auf zwei Urlaubsorten bist quasi. Mhm. Venedig war das eine und das andere weiß ich nicht mehr. Das ist Anfang nächsten Jahres. Ja, genau. Also genau, Marokko und Venedig. Zusammen mit dem Martin Dürr, der sei an der Stelle auch ganz herzlich gegrüßt und seine Frau. Genau, da sind wir in Venedig und Marokko. Genau, die beiden meinte ich. Genau. Ja. Ja, sehr schön. Genau, und übrigens, ihr könnt mitfahren, ne? Also das sind ja Fotoreisen für alle Interessierten. Mit Modell, aber auch ohne. Also eigentlich kommt jeder auf seinen Geschmack, denke ich. Sehr cool. Dann hätte ich schon direkt die nächste Frage. Wir hatten ja auch gestern über deine Kamera gesprochen. Du hast ja gemeint, du hast eine Nikon 850D. D850, das bin ich mir nicht sicher. Okay, D850, danke dir. Und du hast ja auch gemeint, du hast im Moment auch ein neues Lieblingsobjektiv für dich entdeckt, das du gerne benutzt. Das ist das 70-200er, ne? Genau, hast du gesagt. Benutzt du auch gerne Festbrennweiten, also gerade für Porträts, oder hast du trotzdem dein Allrounder-Objektiv, bei dem du sagst, das reicht mir für alles? Ich habe auch ein 50mm, aber seit dem 70-200 benutze ich das 70-200. Also auch für Porträts? Auch für Porträts. Ach, krass. Aber vielleicht ist man, wenn man was Neues hat, ist man ja auch oft sehr darauf eingeschossen. Und wer weiß, vielleicht ändert sich mich nochmal. Keine Ahnung. Aber so ein Objektiv, finde ich, prägt einen Fotostil immens. Ich habe früher sehr viel weitwinklig fotografiert. Jetzt ziemlich stark 70-200 in dem Bereich. Wer weiß, mal gucken, was noch kommt. Vielleicht, ich habe auch ein Fischei, aber das habe ich noch nicht so richtig ausprobiert. Mal gucken. Also im Moment ist tatsächlich dein 70-200er dein Objektiv der Wahl. Ja, aber es hängt auch immer an den Ort, wo man ist. Jetzt auf Kuba, Jamaika, gerade auf Jamaika fand ich, also da habe ich halt zuletzt am meisten fotografiert. Und da fand ich das Objektiv sehr gut, weil man mehr Porträts macht oder ich einfach mehr in dem Bereich gegangen bin. In anderen Regionen, zum Beispiel in Indien, habe ich auch schon mal gern ein bisschen was Weitwinkligeres fotografiert, wenn ich so ein, diese sehr kleinen Straßenstände, diese sehr kleinen Läden habe ich immer gern fotografiert. Und mit einem 70-200er kriege ich da nichts drauf. Also brauche ich was Weitwinkliges dafür. Wenn ich auf Kuba, Jamaika waren es halt, gerade auf Jamaika eher so die Porträts, die Rastafaris, die erstaunlicherweise auch sehr gut darauf reagiert haben. Ich hatte vorher gehört, das kann auch Ärger geben, wenn man fotografiert. Gut, ich habe immer gefragt, aber war relativ easy. Hast du danach gefragt oder davor gefragt? Nee, schon davor. Ich habe davor gefragt. Ich weiß, es gibt Situationen, da möchte man eigentlich erst abdrücken und dann fragen, weil es halt lebendiger wird und man die Leute nicht so unterbricht. Aber da ich gehört habe, dass viele da nicht so gut darauf reagieren könnten, habe ich immer erst gefragt. Ja, ich finde nämlich immer, es ist immer so super schwierig, ne? Da ist man in so einem eigenen Konflikt, wenn du die Leute vorher nicht fragst. Ich gehe da mal gerade kurz hier einmal raus, ne? Weil wir reden hier gerade über Bilder, die man gerade nicht sieht. Und das ist doch ein bisschen Driss, oder? Mach das gerne. Ich gehe gerne raus, ja. Ich finde es immer interessant, weil es ist immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel fotografiere, und ich fotografiere auch oft einfach Menschen, ne? Dann ist es aber oft so, dass ich eher das im Nachhinein mache und sage, hey, ich habe dich fotografiert, darf ich das behalten? Darf ich das in irgendeiner Form benutzen? Wenn sie sagen nein, dann lösche ich es halt wieder. Aber es nimmt so ein bisschen, bei vielen Menschen ist es einfach so, wenn sie wissen, dass sie fotografiert werden, verhalten sie sich ganz anders. Das stimmt. Gestellt und versuchen sich selbst in Pose zu bringen. Und das macht es dann für das Foto einfach schwieriger. Ja, das es ist je nach Land immer so eine Frage, ne? Wo man unterwegs ist. Manche freuen sich halt riesig drauf. In Indien ist ja oft so, dass die Leute eigentlich ganz aufgeschlossen sind und sich wirklich freuen, wenn fotografiert wird. Naja, eigentlich war ich bis jetzt noch nirgendwo, wo die Leute es gehasst haben. Ja, Marokko ist vielleicht nicht ganz so einfach manchmal, aber da fand ich andere Sachen auch so spannend, dass ich gar nicht so auf Menschen, auf Porträts fixiert war. Aber da fand ich einfach die Texturen so toll, dass ich eigentlich fast nur Texturen fotografieren wollte und Gebäude und all das. Hast du dieses das Unterwasserbild zufällig hier drauf gerade? Das, was wir als Hintergrund nehmen bei dir? Glaube ich nicht. Ist nicht schlimm. Nee, kam nur mal kurz die Frage auf, aber du hast ja auf deiner Website, ne? Also man kann sich das ja auch auf deiner Website. Da sollten so Bilder sein, ja. Das ein oder andere. Das ein oder andere. Muss nochmal aktualisieren. Also was ich zum Beispiel hier mit Porträts, das wäre zum Beispiel eins von den Porträts. Jetzt habe ich es bestimmt wieder falsch geöffnet, genau. Also so. Und wahrscheinlich fragt ihr euch noch, wie das vorher aussieht. Da wäre das vorher. Und da sieht man auch so ein bisschen, dass ich bisschen was schon gemacht habe, daran so einfach die Kontraste schöner gemacht, die Augen strahlender gemacht, ja, das ein oder andere ein bisschen ausgeglichen habe, aber ihr keine andere Persönlichkeit damit gebastelt habt, sondern weitgehend, wie sie halt war. Übrigens, bei solchen Sachen, das war ja auch das Cover von Pictures, ist manchmal wichtig, dass hier oben genug ran bleibt, um noch einen Titel für ein Cover zu erstellen. Also das, manchmal braucht es dann noch so ein bisschen Platz und dann muss man gerade bei Porträts dran denken, diesen Platz vielleicht noch zu lassen oder noch dran zu basteln. Hier hätten wir auch noch mal ein Porträt. Das ist da unten links, deswegen muss es. Ach ja, ich sortiere doch lieber nochmal neu. Ja, oder machst du eben einfach hier auf diese Listenstellung. Dann kannst du. Aber, okay, dafür finde ich die aber nicht mehr. Das dann kannst du aber hier so machen. Schau mal hier. Ganz rechts. Ne, ganz rechts. Ja, dann hast du nämlich hier eben eine Vorschau. Kannst dann einfach schon mal. Trotzdem finde ich ihn nicht. Ach, da doch. Genau. Dann musst du es nach unten drücken diesmal. Genau. Aha. Wahnsinn, was für Unterschied das macht. Nicht irre viel passiert, ne? Jetzt eigentlich verflüssigt, in dem Fall sogar gar nichts, aber so ein bisschen brillanter gemacht einfach. Das war eins der Fotos, bei denen ich gemalt habe. Das erinnert mich auch vom Stil her sehr an diesen Dragan-Effekt. Also ich weiß, das ist nicht dasselbe, aber auch einfach diese, gerade bei Menschen mit etwas dunklerer Haut, dann eben dieser Kontrast stark darzustellen und die Kanten anzuheben. Das funktioniert halt, natürlich da auch viel besser. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ja, und, das ist eigentlich eine tolle Optik zum Fotografieren. Ja. Naja, oder bei Locations, hier ist auch ein bisschen Location-Kosmetik dann, dann reingekommen. Also, genau. Also einfach ein bisschen mehr am goldenen Schnitt orientiert, wie man sich denken kann. Und ein bisschen ja, die Patina der Location herausgearbeitet. My Lady Janine hatte gefragt, für was für Kunden arbeitest du, also in welcher Branche? Für eine Fotozeitschrift hauptsächlich, das ist Pictures Magazin. Wer weiß, vielleicht habt ihr das schon mal in der Hand gehabt oder lest es ab und zu. An der Stelle auch noch ein herzliches Hallo an die Kollegen, falls sie schauen. Ja, da wäre es sogar. Danke, da seht ihr nochmal die Lady Abana. Am besten ein bisschen näher in die Kamera, genau, damit man es auch sehen kann. Spiegelt. Ja. Es glänzt. Hochglanzmagazin. Hochglanz, genau, ein Hochglanzmagazin. Genau, das ist ja die Dame von eben, die du gezeigt hast. Ja, fürs Pictures Magazin. Ansonsten bin ich viel an Hochschulen unterwegs, zum Beispiel an der Deutschen Pop, an der Hochschule Trier immer mal wieder, Uni Trier. Ja, dann Bücher ist noch so eine Geschichte. Also ich schreibe sehr gerne Bücher und aktuell ist jetzt eins im Lektorat über Reisefotografie und das nächste über Burlesque und Boudoir. Meine Bücher sind im Moment im D-Punkt, bei Franzis, bei Humboldt, also verschiedene Verlage. Ja, das sind, würde ich sagen, die Hauptsachen, aber ich habe auch hier und da mal Privatkunden oder halt auch Firmenkunden. Ja, es ist einfach ein bunter Mix und es wird nicht langweilig. Schön. Mario hatte eben auch noch geschrieben zu dem Thema erst fragen oder nicht. Es ist auch, also wenn man erst schießt und dann fotografiert, denke ich mal, dass es so rum meint, dass es auch eine Art Überrumpeln ist von vermeintlichen Modell. Ja. Also klar, nicht jeder will das, aber oft kriegt man halt da auch einfach diese besseren Momente, weil man sieht sich ja, dass die Person an und merkt, oh, das würde ich jetzt gerne in Frame packen. Ja, und in dem Moment, wo du es der Person sagst, hat sie eine ganz andere Aufmerksamkeit auf dich. Ja, mein Rezept wäre einfach sehr viel Zeit nehmen. So zum Beispiel in Indien, wenn ich die Zeit habe, dann gehe ich auf den Markt und bleib irre lange da. Und irgendwann, am Anfang bist du noch derjenige, wo alle hingucken und denken, oh, was will die hier und so. Und nach einer Zeit, dann geht das Tagesbusiness einfach weiter. Und dann kann ich meine coolen Bilder machen und alle haben gesehen, okay, ich bin da. Ich habe auch vorher gefragt, darf ich hier Fotos machen? Irgendwann interessiere ich mich mehr und dann kann ich endlich anfangen. Also das sind oft so die besten Momente. Leider, es braucht halt immer Zeit, ne? Oder noch besser, wenn man irgendwo lebt und immer wieder an Orte gehen kann. Und abgesehen davon, wenn ich dann das eine oder andere gemacht habe, zeige ich es den Leuten auch gerne direkt. Das ist ja mit digitaler Technik kein Problem mehr. Und ist mir sogar schon passiert, dass Leute gesagt haben, ja, aber mach noch mal, das können wir noch besser. Und das finde ich super, wenn die sich sogar mit engagieren und sogar sagen, okay, ich mache das noch mal, ich mache irgendeine Tätigkeit zum Beispiel noch ein bisschen akkurater. Also eigentlich mache ich damit eher positive Erfahrungen. Sehr schön. Der Kevin hat nämlich auch zum Beispiel geschrieben, er mag zum Beispiel, also zu dem Thema Objektiv, ne, er mag das 50 mm mit einer Blende von 1,8 für Porträts. ist ja auch eigentlich so der Klassiker. Auch Teil, ja. Also ich habe jetzt für meine Sony habe ich zum Beispiel das Zeiss Objektiv, ist eine, ich glaube eine 55 mm, aber auch 1.8. Und das ist Wahnsinn. Also eigentlich benutze ich fast nur noch die als, als mein Daily Objektiv. Ja, ist auch praktisch, weil es relativ leicht ist. Ne? Ja, gut. Ich habe im Moment jetzt das Große immer dabei, aber naja, ich mache ja sonst keinen Sport, ne? Also fast schon. Nee, ist aber echt lustig. Ne? Und Malady Janine hatte noch geschrieben, Location-Kosmetik findet sie ein cooles Wort, weil du das eben gesagt hast. Ja, immer wieder. Das kommt wirklich oft vor. Dann haben wir noch, von der Family haben wir noch einen kleinen Text. Ich glaube, deine Tochter hat sich da einen kleinen Text mit deinem Mann ausgedacht. Viele Grüße nach München. Ja, ihr macht eine spannende Show und also Jamaris Tochter, also du, auf dich bezogen, sieht das Foto der kubanischen Lady und ruft sofort Che. Ja, für Yolani ist alles, was mit Kuba zu tun hat, Che. Und es ist sehr lustig, dass sie, obwohl wir nun auf Kuba und auf Jamaika waren im Anschluss, das gut unterscheiden kann. Krass. Also unterscheiden kann, was war Kuba, was war Jamaika. Kuba ist immer Che. Also Che mit sofort in Che Guevara verliebt, ja. Und ich habe auch so ein kleines Projekt gemacht zu Che Guevara, nämlich ganz viele Che Guevaras fotografiert. Immer den sieht man, sieht ganz oft Graffitis und so weiter von Che Guevara. Und ja, davon habe ich jede Menge fotografiert. Jetzt ist mein Dokument weg. Kannst du mir das nochmal aufrufen? Was hast du eben weggemacht? Sowohl den Explorer, sozusagen Explorer, wie auch die PDF. Das hast du wahrscheinlich einfach nur klein gemacht. Gerade. Genau, das habe ich klein gemacht, aber... Das hast du immer hier unten rechts in der Leiste. Das heißt, ich denke mal hier, das war's. Und was hast du noch gesucht? Und die PDF, die war eigentlich dahinter. Da, in der Ecke, das. Das hier, bitteschön. Genau. Ich weiß nicht, ob Nikon gemeint ist oder Nikkor. Gibt es wahrscheinlich auch. Nikkor Objektive. Nikkor, genau. Und da hat der Jürgen nämlich geschrieben, seins ist die Nikkor 60 mm Micro mit einer 2.8 Blende, glaube ich. 1 zu 2.8. Das kenne ich noch nicht. Nee, aber nicht. Vielleicht probier es mal aus. Hat er gemeint, es wäre rattenscharf. Rattenscharf. Das kann ich aber von meinem anderen auch sagen. Und meins ist sogar lang und groß. Also, wenn man es braucht. Ich meine, ich bin ja klein, vielleicht brauche ich auch irgendwas. Show-off-Effekt. Ach, Quatsch. Nee, Quatsch. Oft ist es bei Reisefotografie eigentlich besser, was Kleines dabei zu haben. Also von daher, es muss nicht immer das Riesige sein. So, ich überspringe mal so ein ganz kleines bisschen und komme mal, da waren wir stehen geblieben, zu meinem ersten Schritt, das wäre ja oft das Format. Und zum Beispiel, das ist ein Ausgangsbild, entstanden bei einem meiner Workshops. Soll so ein bisschen Yin-Yang-mäßig aussehen. Leider hatten wir kein dunkelhäutiges Modell, aber wir haben sie dunkelhäutig gemacht. Mit Schlamm und solchen Geschichten. Ja, da geht der Dank an Rainer Gillissen und Hermann Wolf, die das zu verantworten haben. Und natürlich an die Modelle, die es wieder ausgehalten haben. Egal, jedenfalls haben wir in so einer Art... Was war denn das? Ich glaube, da drunter war sowas wie ein Planschbecken oder sowas. Das ist so eine Schale, ne? Genau. In die Richtung. Darüber die Tücher, da rein die Modelle. Jetzt ist die Sache, wenn es so Yin-Yang-mäßig aussehen soll, ist es ja eigentlich ein Kreis. Und ich dachte, als Format machen wir entweder einen Kreis. Und ein Kreis ist ein bisschen sperrig. Von daher ist es dann ein Quadrat geworden. Wahnsinn. Quadrat ist ja so ein bisschen das einfachere Format. Aber auf jeden Fall hätte es nicht als Querformat gepasst, denke ich. Muss man das ein bisschen kleiner machen, sonst sieht man nicht, dass es wirklich ein Quadrat ist, ne? Weil oben unten fehlt das eine oder andere. Das kannst du hier oben mit der Lupe machen. Ach, hier mit, okay. Genau. Gut. Ja, das zum Format. Auch hier ist eigentlich das Gleiche passiert. Ich denke, die sind schon fast wie ein Quadrat und habe sie dementsprechend auch als Quadrat geschnitten. Und übrigens, das habe ich auch noch ein bisschen enger dann nochmal geschnitten, aber allzu sehr die Gesichter wegschneiden wollte ich dann auch nicht. Obwohl ich es so ganz interessant fand mit diesem Bodypainting von Dorothee Hartmann, was so ein bisschen roh aussehen soll. Auch nochmal danke an Helmut Willmann an der Stelle. In seinem Studio ist das Ganze geshootet. Ja, es gibt immer viele Credits, es gibt immer viele Leute, die beteiligt sind, sonst wird das ja nicht klappen. Klar. Oder hier, ne, das gefiel mir dann sogar besser mit dem Rahmen, das Bild an der Stelle. Ne? Also da ist noch so ein bisschen oben, unten dazugekommen, damit es eine gewisse Rahmung findet. Dieser Kreis, dieser im Rahmen drin. Dann hätten wir Beauty als einen weiteren Bereich. Zum Beispiel haben wir hier ein Bild, das so fotografiert worden ist. Da hat die Eva Hinsken-Ebbing die Haare in einen Efeu reingewebt. Und zwar, vielleicht könnt ihr sowas auch gebrauchen als Tipp. Bei uns an der Wand war jede Menge Efeu, den wir weghaben wollten. Und haben den also abgerissen umgedreht und von der Rückseite hat er so eine Struktur. Und haben wir dann in meinen Steinteich gelegt, wo gerade kein Wasser drin war, und das Model reingelegt. Ah, das ist jetzt im Wasser? Sie liegt im Wasser? Nee, nee, in dem, das ist so ein Steinteich, da war zu dem Zeitpunkt, haben wir Wasser abgepumpt gehabt. Ach so, okay, leerer Teich. Genau, ein leerer Steinteich. Ja, im Endeffekt ein leeres Quadrat, wenn man so möchte. Jedenfalls war das praktisch, diesen Efeu von der Rückseite zu verwenden, weil er da viel cooler aussieht. Ja, das war das Ausgangsbild und das ist in der Bearbeitung passiert. Es ist schade, dass man jetzt nicht das Vorher-Nachher auf einen Klick sieht, dann würde man besser verstehen, was wirklich gemacht ist. Also, weißt du, so, dass die Formen ändern und so. Können wir gerade nicht machen, aber ihr seht schon, ich habe sie so vom Gesicht her ein bisschen älter gemacht. Also, sie war noch ein sehr junges Mädel und ich dachte, ein bisschen härteres Gesicht, ein bisschen älter passt dazu. Das Grün weitgehend raus und ja, die Augen so ein bisschen intensiviert. Auch ein bisschen vergrößert, also ausgeschnitten und dann vergrößert wieder eingesetzt. Aber vielleicht kann man es so probieren. Warte mal kurz. Vielleicht können wir das nämlich über die Miniaturen hier links dann machen, dass du sagst, okay, du hast einmal den Effekt und dann den. Ja, perfekt, da seht ihr es. Genau, da sieht man, wie sie so ein bisschen älter wird auf dem Bild. Ich meine, älter muss ja nicht immer schlechter sein. Du hast ja auch ihre Wangen etwas geschmälert. Genau, das meine ich damit. So ein bisschen das Gesicht erwachsener gemacht einfach. Ja, konnten wir nicht warten, bis die älter wird. Hier hatten wir nochmal ein Beispiel, wo echt wenig passiert ist. Das Kirschblüten-Shooting in der Mitte zwischen ganz viel Regen und noch mehr Regen. Haben wir so einen kleinen Moment erwischt, wo es ein bisschen ging. Aber ja, passiert ist eigentlich relativ wenig im Bild für meine Verhältnisse. Eigentlich eher nur Farben und Helligkeiten und versucht, diese Regenatmosphäre da rauszunehmen. Das war in einer Lehmgrube fotografiert. Das wäre genau die Saison jetzt. Also wenn ihr eine Lehmgrube in der Nähe habt, fahrt dahin, fotografiert da. Es ist genau jetzt super, weil man in Lehm schon sehr, sehr friert. Also das war ein unglaublich schöner sonniger Tag und sie hat trotzdem gefroren. Also jetzt wäre so ein guter Moment. Ansonsten geht es auch mit Heilerde oder sowas daheim im Wohnzimmer oder im Studio. Zeitung unterlegen und einen Heizstrahler bereitstellen. Naja, das ist dort fotografiert jedenfalls und in der Bearbeitung, ja, ist so ein bisschen Beauty, aber auch ein bisschen Location Beauty und so weiter, habe ich nochmal überlagert, um das ein bisschen grungiger aussehen zu lassen. Ein bisschen mehr zu diesem Thema Phönix in der Asche. Ja, das wäre auch was, was man gerade gut draußen machen kann in der Saison. So ein bisschen die Abendsonne einfangen, ein bisschen Kitschfaktor. Und hier habe ich einfach versucht, dieses Kleid, was mir durch den weitwinkligen Effekt so ein bisschen zu... Oder, naja, sie hat die Beine einfach viel näher an der Kamera gehabt, weil dieser Baumstamm auch diese Form hergegeben hat. Ein bisschen filigraner gemacht und diesen Fischschwanzeffekt mehr herausgearbeitet. Ja. Außerdem noch ein bisschen Gold mehr rein ins Bild gebracht. Hier, das ist auch quasi vor meiner Haustür fotografiert. Wir haben da so kleine Springbrunnenfontänen in einem, wieder so ein Steinteich, Betonbecken im Endeffekt. Die sind nicht besonders hoch, also vom Tisch aus ungefähr so hoch sind diese Fontänchen. Und perfekte Höhe dafür, dass ein Modell sich da so reinlehnen kann. Wird dann natürlich komplett nass, das ist auch hier passiert. Und ja, man kann halt nicht so exakt... timen, wie exakt das Wasser fallen soll. Deswegen macht es Sinn, das aus zwei Bildern eventuell zusammenzufügen. Das habe ich auch hier gemacht. Wenn ihr auf den Arm guckt, wo ist meine Maus? Das ist der Maus da, genau, die ist an. Ich habe die angemacht. Okay, da ist ein richtiger Splash auf den Arm und im Ausgangsbild ist der nicht da. Einfach, weil ich ihn aus einem anderen Bild geholt habe. Und genauso guckt man auf das Auge. Da ist dieses Wasser unterm Auge. Und das ist auch aus dem anderen Bild nochmal rausgeholt und reingesetzt. Also hier sind dann zwei Bilder zusammengestitcht. Das ist cool. Meine Lady Janine hatte auch eben kurz geschrieben, oh Gott, wie lange hat das denn gedauert, um die Haare wieder zu entwirren? Ich glaube, das war eins der vorherigen Fotos. Entweder das mit dem Efeu oder hat's dann... Bei beiden ist es mir nicht in Erinnerung geblieben. Das heißt, es war nicht so krass. Das heißt, das Model hat jetzt keine Mackie-Frisur. Zum Glück. Zum Glück. Ja, ich kenne ja Visalisten, die dann einfach zack, 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 ne, wenn die Frisur nicht genau sitzt, dann nochmal mit einer Schere drüber gehen. Oh Gott, bitte nicht. Matthias hat geschrieben, ihm würde interessieren, inwiefern dich dein ethnologisches Studium bei der Fotografie geprägt hat. Hui, das ist eine komplexe Frage. Aber gut. Ich glaube schon, dass mich das ziemlich geprägt hat, weil mein ganzes Interesse an der Fotografie gilt Menschen. Also das meinte ich auch gestern schon. Ich finde deswegen, dass inszenierte Fotografie und dokumentarische Fotografie für mich nicht zwei Paar Schuhe sind. Weil beide Arten sagen verdammt viel über Kultur aus. Die dokumentarische zeigt eben, was Menschen machen, was sie bewegt, wie sie ihren Alltag gestalten. Das sind auch die Dinge, die mich am meisten daran interessieren, eigentlich so Alltagsszenerien. Mhm. Und die inszenierte zeigt sehr viel über das, was Menschen träumen, was vielleicht auch in der im kulturellen Kontext so eine Sehnsucht darstellt. Also zum Beispiel gibt es bei uns ja unglaublich große Nachfrage nach Märchen und Romantik und all sowas. Kann man vielleicht darauf zurückführen, dass bei uns im Alltag, im grauen Alltag, so ein bisschen diese Romantik flöten gegangen ist. Also, dass man dann in der Fotografie versucht, ja, sowas wiederzufinden. Mhm. Oder diese ganzen Orient-Shootings. Das ist eine eigene Branche sozusagen, Orient-Shootings, die aber mit dem tatsächlichen Orient nicht unbedingt viel zu tun haben. Zumal überhaupt der Orient überhaupt nicht absteckbar ist. Wo soll das sein? Wo geht die Sonne auf? Ja, irgendwo ist immer Osten. Also der Begriff macht schon keinen Sinn. Und was darunter verstanden wird, das kann vom Indianerkopfputz über irgendwas Marokkanisches, über Bauchtanzoutfits, über Tribal Bellydance, der seinen Ursprung in den USA hat, bis hin zu Bollywood-Kostümen, bis vielleicht sogar hin zu Asia-Geschichten, alles Mögliche sein. Man stellt da einfach ein neues, buntes Set zusammen mit allen möglichen Requisiten. Moment, vielleicht habe ich hier sogar eins, das wäre schöner, als nur drüber zu reden. Da geht es ein bisschen in die Richtung vielleicht, das jetzt mehr mit Samba-Geschichten. Mal gucken, vielleicht habe ich noch ein prägnanteres. Ja, man stellt eben ein sehr buntes Set zusammen, was ja so ein bisschen, vielleicht in meinen Explorer rein. Das hier? Nein. Ein bisschen ursprünglich wirkt, bunt wirkt. Nee, ich würde gerne meine, oder geh mal ruhig auf meine Website. Die also der Explorer ist hinten dran, der ist hier. Ansonsten können wir auch auf die Website gehen. Okay, dann zeige ich mal das, worüber ich rede. Also da haben wir auch Themen, wo eben so kulturelle Mischungen stattfinden. Das wäre sie schon. Finde ich super interessant, dass es sowas, was da passiert. Man kann sich natürlich auch aufregen und sagen, Moment mal, das ist kulturelle Aneignung, die so eigentlich nicht gedacht ist. Hier klaut man irgendwas von Betroffenen im Sinne von Angehörigen der jeweiligen Kulturen, die dann natürlich gemischt irgendwo ihre Elemente präsentiert gesehen haben. Habe ich das so aber nie gehört. Die haben eigentlich gesagt, ja, finde ich cool, dass du dich inspirieren lässt. Und ach, das ist die falsche Galerie. Ich denke schon. Gehen wir in Staged rein, natürlich, klar. Es war irgendwie ein ethnografisches Thema, aber das betrifft Staged. Und mal gucken, ob ich da irgendwas finde. Ich muss mal wieder neue Sachen hochladen, aber... Ja, du hast ja schon mehr als genug. Also, fällt immer hinten so rüber. Ist es jetzt ja nicht. Ach ja, aber wenn man gerade über irgendwas spricht, ist ja doch eher immer was etwas Aktuelleres, über das man spricht. Oftmals. Das geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Das hat hier verschiedene Elemente. Hier sind diese Masken kommen zusammen mit den Ketten. Hier sind noch venezianische Masken an der Seite. Die sind auch aus Südeuropa gekauft. Und so weiter. Das wird so ein bisschen in die Richtung gehen, aber natürlich ganz klar was sehr Eigenes draus kreiert. Oder die Geschichte so asiatisch inspiriert. Das ist von der Oper das Kostüm und das Modell Fairy Tale Prince trägt dann noch einen ganz tollen Kopfputz von Reiki gemacht, auch so ein bisschen asiatisch angehaucht. Das Ganze mit Bindi-Stickern im Gesicht, die aus dem indischen Kontext stammen. Das geht so in die Richtung. Oh mein Gott, ich muss wirklich neue Sachen hochladen. Das hier auch. Da trägt die Ari einen Indianerkopfputz, trägt den aber falsch rum. Gerade bei Indianerkopfputzen hatten sich Angehörige von entsprechenden kulturellen Kontexten schon mal drüber aufgeregt, weil Victoria's Secret Models in Unterwäsche mit Indianerkopfputzen rumgelaufen sind, die eigentlich nur besonderen Anlässen und besonderen Personen vorbehalten waren. Aber ich habe mal so ein ähnliches Bild auch mal auf DeviantArt hochgeladen und da gab es jemanden, der gemeckert hat und dann gab es auch direkt jemanden, der gesagt hat, ich bin einer, der eigentlich zu dieser Kultur gehört, die hier angesprochen wird und ich freue mich drüber. Also wahrscheinlich gibt es immer verschiedene Meinungen. Ja, man kann es nicht allen rechts machen, das stimmt schon. Gibst du eigentlich deinen Modellen auch etwas von deinem Honorar ab, also dass du verlangst, oder ist es so eine Art Vorabmachung, dass man sagt, okay... Was meinst du mit Honorar? Na gut, also sagen wir mal, du hast jetzt ein Auftragsshooting, ja, dann habe ich ja einen Auftrag und dann ist ja direkt von vornherein klar. Aber beim Auftrag ist meistens ja so, dass der Kunde die Modelle organisiert. Ich schlage dann gern mal was vor, aber meistens haben die dann schon eigene Präferenzen. Also sprich, würden dann auch mit bestimmten Agenturen arbeiten. Aber wenn ich es kann, wenn ich die Möglichkeit habe, jemand vorzuschlagen, dann mache ich das auch. Dann machst du das auch. Aber klar, die werden ja separat bezahlt. Der zuverlässig ist zum Beispiel und mit dem ich gerne arbeite. Und das sind mehr als genug Leute. Aber natürlich haben die oft Deals mit mit bestimmten Agenturen. Wir müssen halt gucken. Also an sich ist mir lieber, wenn ich weiß, jemand hat wirklich Lust auf ein Shooting, als wenn ich weiß, okay, jemand macht das jetzt, weil er von der Agentur dahin bestellt worden ist. Soll aber nicht heißen, dass ich damit schlechte Erfahrungen gemacht hätte. Schön. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich noch irgendwelche Fragen vergessen habe, weil es waren so viele jetzt gerade. Genau, was benutzt du... Wie ist es bei dir mit den Programmen von Adobe? Also du benutzt ja natürlich Photoshop auf jeden Fall, klar, haben wir auch gestern gesehen. Lightroom? Lightroom auch, das alte oder auch mal das neue? Hast du mal das, also was heißt das alte, das neue? Hast du das alte, beziehungsweise das, was früher da war, heißt ja jetzt Lightroom Classic CC. Das ist ja auch dann die Oberfläche am Desktop, wo dann auch, ne? Und es gibt jetzt auch das Lightroom CC, was halt jetzt neu dazugekommen ist, was praktisch diesen cloud-zentrierten Lösungsansatz bietet, den du halt dann zum Beispiel... Du kannst am Handy anfangen und dann übers Tablet hinweg und dann am Desktop weitermachen. Handy und Tablet mache ich eigentlich nichts mit. Nee. Von daher, aber es ist also mir gleich. Hauptsache, dass ich noch diese Bereichsbearbeitung machen kann. Das mache ich schon sehr gerne. Also die sind mir wichtig, die Funktionen. Aber abgesehen davon, Handy oder Tablet mache ich eigentlich Muss man ja auch nicht. Also ich meine, Lightroom Classic CC und Lightroom CC sind ja zwei ganz unterschiedliche... Ansätze, wie man eben seine Bilder bearbeitet, was die Color Correction etc. angeht. Also ich zum Beispiel arbeite halt ganz gerne Lightroom CC in dem neuen, weil ich halt auch unterwegs halt gerne was machen möchte. Ne? Ich sitze dann irgendwie im Zug und bin dann an meinem Tablet und kann halt schon mal fertig bearbeiten, was die Color Corrections angeht, und dann zu Hause nochmal den letzten Schliff am Desktop mit Photoshop, weil du ja auch da natürlich aus Lightroom CC heraus in Photoshop bearbeiten kannst, und es wird dann automatisch eine neue Version erstellt, ohne dass du was machen musst. Deswegen finde ich es auch sehr interessant, ne, dass man halt unterschiedlich... Ich benutze halt, also das Tablet, was wir haben, das hat meine Tochter vereinnahmt, dementsprechend. Ist ja auch nicht schlimm. Also wie gesagt, es gibt ja da verschiedene, es gibt ja eben auch für jeden Bedarf gibt es ja auch eigene Programme, deswegen, ich bin natürlich auch, sage ich mal, da wahrscheinlich einfach in dieser Generation, die dann sagt, okay, ich bin halt mehr unterwegs und möchte halt auch unterwegs das machen, und du machst das wahrscheinlich dann auch gerne in Ruhe dann am Desktop. Nee, ich mache das auch gerne unterwegs. Auch unterwegs? Aber am Laptop. Aber am Laptop, okay. Ja, also ich mag einfach die, naja, es liegt auch an ganz verschiedenen Sachen. Erstmal mache ich dann doch mehr in Photoshop und ich brauche die Tastatur dafür. Zweitens, ich springe auch gerne zwischen verschiedenen Aufgaben, die ich mache. Also ich bearbeite ein bisschen, dann schreibe ich wieder an einem Text weiter, dann bearbeite ich wieder. Und dafür brauche ich halt eine vernünftige Tastatur. Aber doch, ich bearbeite schon sehr gerne unterwegs, und auch sonst, wenn ich quasi mal daheim bin für eine Weile, dann mag ich es, im Büro zu sitzen oder im Café zu sitzen. Nicht unbedingt in meinen vier Wänden. Ich habe auch gerade gesehen, wir haben ja ein paar Neuzuwächse im Chat und generell im Stream. Schön, dass ihr da seid. Wie auch bei den anderen Streams immer ganz fleißig posten und was heißt posten? Stellt mir Fragen. Genau, Fragen stellen im Chat. Das heißt, wenn ihr auf YouTube seid, bitte auf adobelive.com kommen. Da könnt ihr nämlich kommentieren und chatten mit uns, und dann sehe ich das nämlich hier auf dem Screen und kann das dann der Jamari vorlesen, beziehungsweise ihr die Fragen in eurem Namen stellen. Genau, wenn ihr Probleme mit dem Einloggen habt, also ihr müsst euch mit eurer Adobe-ID einloggen im Chat, und wenn ihr da Probleme haben solltet, beziehungsweise wenn da kein Pop-up kommen sollte, kann es sein, dass ihr euren Pop-up-Blocker aktiviert habt, dann bitte einmal deaktivieren, und dann könnt ihr auf jeden Fall hier drin mit uns chatten. Ne? Wir freuen uns auf jeden Fall, Jamari auf jeden Fall besonders, denke ich mal, weil deswegen seid ihr hier. Deswegen bin ich hier. Genau, deswegen bist du hier. Hab's auch schon öfter erwähnt, im Endeffekt geht's ja hier nicht darum, dass wir irgendwie Werbung machen wollen für Adobe, sondern es geht hier vor allen Dingen darum, unsere coolsten Gäste hier vorzustellen, und zwar die unsere Programme benutzen, und zu sehen, was sie daraus machen. Ne? Und eben deswegen bin ich auch so happy, dass wir halt tatsächlich mal wieder eine Photoshop-Session haben, weil wir in den letzten Monaten tatsächlich gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt mal ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen, weil Photoshop kennt jeder, und wir haben halt einfach gesagt, nee, es muss halt einfach jetzt wieder einen rein, und deswegen bin ich auch sehr froh, dass du jetzt hier wieder als beziehungsweise als erster Gast in unserer wiederkehrenden Photoshop-Session da bist, weil du hast halt echt ein beeindruckendes Portfolio. Aber dann lass noch mal weitermachen. Genau. Wird das nächste Mal mit Portfolio. Genau, wir müssen nämlich jetzt auch noch mal, wir müssen jetzt auf jeden Fall auch mal ein bisschen anfangen, glaube ich, weil wir haben noch viel Zeit, aber ich denke mal, die Zuschauer möchten natürlich auch sehen, was du alles auch denen dann live zeigen kannst. Ne? Klar, genau. Lass mal einmal noch schauen, ob es noch was... Wir können es ja auch so machen, wir können ja auch sagen, wir gehen jetzt über ins Bearbeiten und dann, wenn später noch Zeit ist, können wir da auf jeden Fall nochmal weitermachen, weil ich sehe ja schon, wir sind gerade mal bei 20%. Ich wollte gerade sagen, nicht so viel geschafft, leider. Du hast noch einiges da drauf und ich glaube, das können wir uns auf jeden Fall am Ende dann nochmal ansehen, wenn wir Zeit haben. Gestern hatten wir auch noch Zeit. Drei Finger nach oben. 3 Finger nach oben? Genau. Ach, da sind wir. Da hast du ihn versteckt. Der ist hinten dran immer. Schön, okay. Genau. Ja, ich hoffe mal, es bleibt jetzt auch scharf. Jetzt kamen dann schon die ersten Kommentare. Stream läuft jetzt um einiges besser. Ich glaube, das aber nicht daran liegt, dass wir jetzt irgendwas gemacht haben, sondern tatsächlich, weil es jetzt kurz vor Feierabend ist und die meisten Leute, die sonst auf unserer Breitbandverbindung hocken, jetzt einfach weg sind. Nichtsdestotrotz soll es tatsächlich heute Abend gechanged werden. Das heißt, ich hoffe, morgen werden wir dann tatsächlich ohne Probleme komplett durchstreamen können. Es tut uns an der Stelle nochmal wahnsinnig leid, dass es irgendwie ab und zu einfach mal von der Qualität runtergeht oder ging. Aber wir tun unser Bestes, dass es auf jeden Fall wieder besser funktioniert. Gut, und jetzt tun wir unser Bestes, ein Bild zu bearbeiten. Genau. Ich bin schon fast gespannt. Ich habe wirklich Lust auf das hier. Deswegen. Gucken wir doch mal, was damit geht. Mhm. Ja, das sehr coole Kreation von Eva Hinsken-Elbing, der sterbende Schwan, Model Svenna, bei mir im Studio, zusammen mit Rick Göllisch war auch am Start. Mhm. Und ja, ich entwickle erstmal ein bisschen neutral, sagen wir mal. Sagen wir unspektakulär. Ein bisschen Klarheit tue ich rein, ein bisschen Weißabgleich korrigieren. Mhm. Generell habe ich Farbton immer gerne Richtung Gelb, weil wer möchte schon pinke Haut haben. Aber das ganze Bild ist schon sehr gelb. Von daher gehe ich mal nicht Richtung Gelb, sondern bleib einfach bei 0. Mhm. Bisschen Dynamik vielleicht rein. Den mag ich auch gerne in der Regler. Aber ich denke, das reicht schon. Wahnsinnig große Augen und Lippen. Ja, ist ein schönes Modell, ne? Mhm. Kann sich auch wahnsinnig toll bewegen. Das ist noch von gestern. Ja. Darf ich meine Benutzeroberfläche bitte haben? Ja, die ist wahrscheinlich hier unten einfach gelandet. Da ist sie nämlich. Ich weiß auch nicht, warum das so komisch ist hier. Vielleicht machen wir es einfach mal so, damit es integriert ist, wenn es funktioniert. Wobei ich bin happy, wenn ich das in Tabs habe und nicht... Ja? Ah, du machst es lieber so? Genau, das kannst du verkleinern. Oder meinetwegen auch. Machen wir klein. Genau. So. Ja, ich mag gerne Tabs, weil ich sehr gerne rein und raus zoome und auf der Fläche selber auch immer mein ganzes Bild wirklich sicher gehen möchte, dass ich das ganze Bild gerade sehe. Sprich, hier unten noch diesen kleinen grauen Bereich habe. Okay, womit fangen wir an? Normalerweise Filter verflüssigen. Ich lege mal eine doppelte Ebene, eine neue Ebene an, damit man das besser verfolgen kann. Müsst ihr was ausmachen, wenn wir das Bild ein bisschen nach rechts ziehen, dann ist nämlich die Kamera... Oh. Jetzt hast du es groß gemacht. Ne? Ja, nee, ich mach gleich. Nur falsch fehlverflüssigt, das ist alles, was ich gerade gemacht habe. Also. Ja, ich bin hier mit gleich fertig, hier wird eh nicht fehlverflüssigt. Mach das auf jeden Fall. Nee, nur später dann, wenn wir... Unterhalte mich ein wenig, verflüssigen ist langweilig. Ich unterhalte dich ein wenig. Du, ich habe 1 Million Fragen hier, also keine Sorge. Du, dann kannst du mich unterhalten. Auf jeden Fall. Wir haben... wow, also ich komme gar nicht mehr hinterher. Es kommen wieder so viele Fragen. Wo war jetzt die letzte, wo ich stehen geblieben war? Und zwar, die Christine Müller hatte nämlich eben geschrieben. Wo sind wir? Pui, da. Wo unterscheidet sich für dich Fashion, Beauty, Porträt, beziehungsweise die Bereiche, in die du die People-Fotografie unterteilst voneinander? Super Frage, die wirklich schwierig ist. Und genau der bin ich auch gerade begegnet, weil ich gerade ja ein Buch geschrieben habe über Modeln als Therapie. Mhm. Und da habe ich als erstes auch die Modelle, die ich interviewt habe, gefragt, welche Bereiche sie gerne fotografieren. Und da war schon so klar, dass es so schwierig ist, wie Leute Bereiche bezeichnen, was sie eigentlich damit sagen wollen. Zum Beispiel ist... jetzt klassisches Fashion zum Beispiel, ne? Was man also auf Laufstegen sieht, oft sind die Stoffe ja so transparent, dass man genauso gut sagen könnte, es ist Akt. Aber es läuft unter Fashion. Oder ja, manches, was eher so unter Emotional läuft, kann man aber auch als Beauty bezeichnen. Mhm. Also ich finde das sehr uneindeutig. Und im Zweifelsfall würde ich das immer noch mal versuchen, ein bisschen, also wenn es um einen Vertrag geht oder sowas, würde ich mit solchen Begriffen gar nicht operieren. Vielleicht noch mit Begriff Akt oder Nicht-Akt. Aber man kann die Fotografie, die Menschenfotografie in so viele Bereiche unterteilen. Sogar gab es Leute, die gesagt haben, schwarz-weiß oder Farbe. Selbst das ist ein Bereich. Und die sind so unterschiedlich. Porträt versus Ganzkörper. Also Porträt im Sinne von Kopfbild. kann man unterscheiden. Man kann unterscheiden Fashion, Beauty, Gothic, Fantasy, wobei Fantasy kann auch Fashion sein oder auch Gothic sein. Also es ist so uneindeutig einfach nur. Ja. Vielleicht auch ganz interessant, weil sich so ein bisschen mehr mischt. Thematisch mischt. Oder der eine irgendwie ein Fashion in dem Bild sieht und der andere was ganz Emotionales in dem Bild sieht. So, jetzt ist es natürlich schade, dass wir bei dem Bild die schöne, das schöne gesichtsbezogene Verflüssigen nicht nutzen können. Also, wir wollen ihre Augen nicht ernsthaft noch größer machen, oder? Nein, der hat ja schon beinahe Manga-Augen. Ich fotografiere sie von oben, ne? In dem Fall würde ich die Nasenhöhe vielleicht einen Hauch verkürzen einfach, ne? Weil wenn man Leute von oben fotografiert, ist die Nase relativ runter. Aber ansonsten fällt mir jetzt nicht viel ein, was ich mit ihr noch anstellen soll. Also, sie bleibt jetzt so. Zack. Ihr seht, es ist auch nicht wirklich so viel passiert. Außer das Ohr, was durch den Kopfputz ein bisschen zur Seite gedrückt worden ist. So. Machen wir eine Hautretusche, das ist auch langweilig. Also du kannst mir weitere Fragen stellen. Mach dir überhaupt keine Sorgen, ich habe so viele Fragen. Dupliziere die Ebene 4-mal für die Hautretusche. Habt ihr gestern bestimmt schon gesehen. Dann die Hintergrundkopie ist meine Sicherungsebene. Ich fange an mit Helligkeit interpolieren, aus dem Grund, weil das die Kanten sehr schön erhält. Das ist sein Vorteil. Und was sein Vorteil ist, ist zugleich sein Nachteil, denn es erhält die Kanten schön. Und manchmal möchte man halt keine Kanten haben, zum Beispiel auf der Stirn. Wäre es gar nicht so notwendig. Deswegen kommt danach noch einmal der Gauss drüber. Sagt man Gauss? Gauss? Gauss'scher Weichzeichner. Gauss'scher Weichzeichner. Ja, genau, weil du hast ja Gauss, wie, ne, wie der... Unser berühmter Mathematiker, der auch auf dem 10-Mark-Schein früher war. Ne? Genau, Gauss-Scher. Gauss-Scher. Der Gauss-Scher war Gauss-Scher. Jetzt guck mal ganz kurz in den Chat. Der Hannes hat eben gesagt, er wünscht sich natürlich mehr Bildbearbeitung live. Danke für dein Feedback, Hannes. Da sind wir nämlich schon, genau. Klar, es ist natürlich... aber ich fürchte, es langweilt euch, wenn ich jetzt hier irgendwie über die Haut male, oder? Ja, darum ging es jetzt auch gar nicht. Genau, es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil die einen wollen natürlich auch ein bisschen was über den Hintergrund erfahren und auch, was es eben für verschiedene Sachen gibt, auch ein bisschen mehr über Jamari. Und die anderen möchten natürlich auch die ganze Zeit nur eben dann Bearbeitung sehen. Wir versuchen immer so ein bisschen die Mischung zu machen, aber natürlich können wir auch gucken, dass wir morgen dann einfach ein bisschen mehr bearbeiten, das ist ja kein Problem. Es kam aber einfach am Dienstag einfach oft auch die Frage, oder beziehungsweise sehr viele Fragen, die eben auch das Drumherum betroffen haben. Ja. Genau, und Jamari hatte auch gestern, ich weiß nicht, ob du bei der Session dabei warst gestern, bei der zweiten, ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß, du warst bei einer dabei, und Jamari hat ja auch sehr betont, dass ihr auch eben sehr viel daran liegt, das Ganze vorher, die ganze Vorbereitung und die ganze, das ganze Drumherum, was eigentlich dann zur Bearbeitung führt, dass das einfach einen Großteil ihrer Arbeit ausmacht. Und deswegen ist natürlich auch eben darüber zu sprechen auch ein wichtiger Teil hier in dieser Session. Es muss Hand in Hand gehen, ne? Genau, es muss Hand in Hand gehen und wie du auch gesagt hast, ist dann, wenn das eben dein Stil ist, wie du bearbeitest und eben auch da ein Großteil drin ist, bei dem es darum geht, dass man die richtige Vorbereitung trifft, um eben zu sagen, jetzt habe ich so viel vorbereitet, dass ich möglichst wenig Effort in die Nachbearbeitung stecken muss oder kalkuliert, wie du es gestern gesagt hast, dann ist das eben ein Part, den ich, wie ich finde, auch auf jeden Fall zeigen würde. Ja, und jetzt gucke ich aber nochmal an die Frage, aber wie gesagt, wir gucken dann auf jeden Fall, dass wir morgen auch nochmal ein bisschen mehr machen, damit natürlich diejenigen, die auch gerne mehr Bildbearbeitung sehen wollen, was ja auch sehr schön ist, weil ich freue mich ja auch immer über die Bildbearbeitung, dass wir da noch mal ein bisschen mehr reinbekommen. Die oberste Ebene habe ich jetzt, das war eine ganz normale Ebene, also sprich die Hintergrundebene sozusagen, die nochmal ganz oben liegt, stark scharf gezeichnet, dafür, dass die Poren nochmal ein bisschen betont werden. Gehe jetzt aber auf eine relativ geringe Deckkraft und kann hier Hintergrundkopie 2 nochmal, das ist die zermatschte Ebene sozusagen, die kann ich nochmal ein bisschen runtersetzen der Ebenen Deckkraft, wenn mir das too much ist. So, damit wäre ich auch fertig und könnte meine Ebenen, mal gucken, ob es heute klappt. Steuerung, Shift, Alt, E. Ja, heute klappt das. Ein Wunder. Übereinander legen. Manchmal muss man einfach den PC neu starten, ne? Dann funktioniert's. Jetzt möchte ich hier noch unter den Augen die Bereiche so ein ganz kleines bisschen weniger Struktur und auch weniger Kontrast. Ziehen wir das einfach auf einen anderen Bereich. Keine Sorge, bleibt nicht ganz so gruselig. Alles gut. So, Genauso hier um die Nase, das brauche ich auch nicht ganz so. Ich ziehe es einfach nur auf einen anderen Bereich. Ist ein bisschen quick and dirty und bei manchen Personen, die schöne Haut haben, braucht man mehr eigentlich auch gar nicht zu machen. Und das ist Wahnsinn, die Ebenen, ne? Wie schnell das jetzt weg ist. Also das nimmt natürlich Struktur raus, aber ja, ich will da auch gar nicht so viel Struktur haben. Ne? Das soll ja Porzellan nicht aussehen, das kann meinetwegen auch ein bisschen Struktur rausnehmen. Magst du auch gerne, ne? Also gestern hat es ja auch in dem Stil dann eben gezeigt. Hier und da kann man ein bisschen Struktur rausnehmen. Jetzt zoome ich nochmal raus und immer wieder mal wieder rein, um zu gucken, wo mich noch was stört. Und jetzt sehe ich hier, stören mich zum Beispiel noch ein bisschen die Lichtverhältnisse im Bereich der Stirn. Und erst jetzt würde ich anfangen mit meinem Dodge and Burn. Meistens mache ich das in zwei verschiedenen Schritten. Einmal für die groben Sachen und einmal für die Feinheiten. Wow. Kam auch eben im Chat, machst du jetzt auch sowieso die ganze Zeit, genau. Wäre immer super, wenn du die, machst du ja, wie gesagt, auch die Werkzeuge, die du machst, nennst, weil man sieht es nämlich nicht immer ganz im Stream, okay, weil es ja so klein ist alles. Ich habe jetzt gerade eine neue Ebene angelegt, auf weiches Licht, gefüllt mit 80, 80, 80 Grau. Das kennt ihr bestimmt alle, das wäre mein Dodge and Burn. Und fange an hier gerade mit dem Abdunkeln. Zoom wieder raus, dass ich das ganze Bild ein bisschen im Auge habe und beurteilen kann, was hier wirklich passiert. Genau, du musst dir keine Sorgen machen, es kam auch ganz oft, dass es für die Community nicht langweilig ist, wenn du hier deine Bearbeitung... Ich dachte nur, Leuten beim Bearbeiten zugucken. Nein, solange du ein bisschen kommentierst, und das machst du ja auch super, glaube ich, dass sich da keiner beschwert. Jetzt schauen wir nochmal. So, mein grobes Dodge and Burn. Jetzt möchte ich das Gesicht natürlich noch ein bisschen mehr rausholen. Aber es ist nur das grobe Moment. Ich betone im Moment nicht irgendwelche Teile im Gesicht, sondern das kommt im zweiten Schritt. Erstmal nur eine generelle Blickleitung. Hier ein bisschen die Kristalle. Gute Frage von Kevin dazu, weil wir eben auch gestern auch dieses Thema hatten mit der Porzellanoptik. Ne? Also machst du das bei jedem so von dem Stil her, so wie du jetzt das bearbeitest, dass du diese Vorgehensweise hast, oder ist das unterschiedlich je nachdem, was für ein Bild du hast? Ne? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, bei den etwas ethnografischeren Bildern, die auch mit dunklerer Haut versehen sind, kannst du natürlich diese Porzellanoptik nicht. Also wenn es so ein bisschen puppig ist, wenn es ein bisschen girly. Ja, dann eher auf jeden Fall. Also jetzt hier ist schon wieder so ein bisschen mehr in diese Richtung. Also je mehr Fantasy, desto eher, wahrscheinlich so grob gesagt. Das ist ja auch tatsächlich diese Märchenrichtung, die du auch angesprochen hast. Ne? Also du hast hier halt sehr viele fantasievolle Objekte drin und Details. Warum will das jetzt nicht mehr? Was machst du? Also was machst du? Shift, Alt, E, doch. Nein. Das war's nicht. Da habe ich einen Ebenenmodus der Differenz nicht Alt haben hier. Ich möchte. Alt ist hier. Komm. Die beiden. Ich verdrehe mir die Finger da dran. Okay, gut, ich habe es wieder auf einer Ebene. Wunderbar. Jetzt machen wir das richtige Dodge and Burn. Das vorhin war ja nur so ein bisschen Baby Dodge and Burn. Mit groben Aufhellen, Abdunkeln, da wo es ganz massiv daneben gegangen ist. Jetzt nochmal so ein kleines bisschen in ordentlich. Das heißt kleinerer Pinsel. Und manchmal spare ich mir eins von beiden. Also ich dann manchmal zum Beispiel die Haut so weit dunkel lasse, dass ich nirgendwo mehr abdunkeln muss, sondern nur aufhellen werde. Ich mache es ein bisschen übertriebener, weil die Deckkraft geht ja immer noch weniger. Aber so sehe ich wenigstens, wo ich male. So, sieht schon ein bisschen wilder aus, aber wie gesagt, bleibt ja nicht so. Wird gleich noch ein bisschen dezenter. Ein bisschen Glanz. Das ist im Moment so eine Modegeschichte. Ich bin gespannt, ob ich in ein paar Jahren nochmal an meine Bilder rangehe und dieses ganze Dodge and Burn wieder rausnehme. Ja, was meint ihr? Es ist gerade einfach nur so eine Modetendenz, wo man sich dran gewöhnt hat und denkt, jedes Bild braucht es, oder findet ihr das wirklich toll, wenn das so dreidimensional alles aussieht? Ja, das ist die Frage der Fragen. Ich bin mal gespannt, was dazu kommt. Ich habe morgen noch was zum Thema zweidimensional, fällt mir gerade ein. wie man aus 2D coole Fotothemen machen kann. Mhm. Also, manches zumindest muss nicht dreidimensional sein. Peter hat geschrieben, alles kommt und geht. Ja, wenn man wüsste, was der nächste Trend ist, ne? Dann. Ja. Jo, wir hatten es jetzt zum Beispiel heute Mittag, also was jetzt zumindest, jetzt vielleicht nicht in der Fotografie, aber was Logo-Design etc. angeht, ist ja jetzt gerade wieder eben Verlauf, State of the Art so ein bisschen. Mhm. Ne? Apple hat es ja jetzt auch wieder gemacht und sein Logo geändert. Instagram ja sowieso. Mhm. Thorsten hat dazu geschrieben, das haben Modefotografen schon immer mit Beleuchtung versucht. Mhm. Wobei ich, also ich glaube, einer der nächsten Trends ist, was wir auch gestern kurz angesprochen hatten, noch mehr Authentizität reinzubringen. Aber dieser Trend ist unglaublich schwierig, weil keiner möchte wirklich authentisch aussehen. Also ne, jeder möchte so ein bisschen von der Schokoladenseite gezeigt werden. Wobei es gibt ja mittlerweile auch so ein paar YouTuber, die sich, glaube ich, bewusst auch mal hässlich oder skurril zeigen oder so. Vielleicht kommt das auch wieder. Vielleicht noch stärker in die Individualisierungstrend, dass man noch mehr versucht, irgendwas Besonderes zu sein, anders auszusehen als andere. Was natürlich auch Grenzen hat. Ja, wobei ich da auch immer sagen muss, gegen den Strom zu schwimmen, nur um gegen den Strom geschwommen zu sein, ist halt auch nicht das Wahre. Ne? Also man soll ja auch immer man selbst sein, nur weil ich jetzt sage, okay, ich habe vielleicht was an oder habe jetzt ein Auftreten, was jetzt sich nicht besonders hervorhebt von anderen, heißt es jetzt nicht, dass es was Schlimmes ist. Nee, muss nicht. Man kann ja auch nicht immer bei allem universell sein, bei allem irgendwie gucken, dass es... Aber es ist, glaube ich, so eine Suche nach Identität. Ja, natürlich. Wer ist man? Natürlich. Wo fühlt man sich zugehörig? Das ist halt nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Ja. Ach, aber heutzutage, ey, das klingt, als ob wir 200 wären. Ne? Nein, aber es ist halt, also in den letzten 20 Jahren hat sich halt sehr, sehr viel getan. Ne? Also gerade durch die Digitalisierung haben wir einfach so viele neue Aspekte in der Welt, so viele neue Identifizierungsmöglichkeiten vor allen Dingen. Ne? Du kannst halt selber wählen. Früher war es so ein bisschen selbstverständlich, da wo du geboren warst, irgendwie in dem Dorf, da gehörst du halt hin. Und jetzt können wir es selber wählen, was einerseits toll ist und was bestimmt keiner wieder hergeben möchte, aber andererseits heißt das, dass man plötzlich Arbeit damit hat, was vorher selbstverständlich war. Ja. Ja, und auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn man sich überlegt, ne, also es gibt ja so viele Dinge, die einen individuell machen, ne, also auf jeder verschiedenen, auf jeder erdenklichen Ebene, ob es jetzt, das fängt mal an bei Musik, bei Hobbys, bei dem, was man anzieht. Hörst du auch gern Musik? Nee, ich hasse Musik. Nee, aber was für eine Musik du hörst. Ne? Ja, und dann auch in der Kombination, was ziehst du an, wo gehst du gerne hin, was magst du gerne zu essen, was schaust du gerne online, was sind Programme, die du benutzt, was sind deine Interessen am PC. Diese Zusammenstellung macht einen ja gerade individuell. Und da würde ich auch schwerlich behaupten, dass es nicht viele gibt, die dann sagen, ich bin jetzt genau der gleiche, es sei denn, du legst halt darauf an, das typische amerikanische Skater-Girl zu sein, mit Kappe nach hinten gedreht und blonden Haaren bis zum Po, also und dann noch Flanellhemd dazu, das ist halt dann aber auch wieder gewollt, dieses Image. Ne? Also probieren kann man es immer wieder mal für ein Shooting, was natürlich auch toll ist. Ja, natürlich. Also du kannst immer wieder mal probieren, wie weit dein Äußeres alles gehen würde. Gesundheit. Ja. Es geht alles, aber im Endeffekt, ich finde, man braucht sich da gar nicht so viel Gedanken zu machen. Jeder ist individuell auf seine Weise. Ne? Und wenn es Sachen gibt, die man mag, dann sollte man sie halt möglichst tun und auch nicht darauf achten. G-Funktion möchte nicht. Ebene füllen möchte. Shift wieder. Und G. Shift und G. Genau. Daher. Okay, yes. Gut, jetzt mache ich noch einmal die Geschichte von gestern. Ich liebe das, dass ich mir selber so eine Art Vignette mal reinmale. 10% Deckkraft in dem Fall ist ein helles Bild, da möchte ich nicht so viel. Wir können gern weiter über Inhaltliches reden, nur ich muss da mal kurz erläutern, was jetzt passiert. Gerne, gerne, sehr gerne. Und ich glaube, das wollen auch alle mitbekommen. Genau, radier hier. Wir können es auch mit einer Maske machen, schon klar. Aber ich weiß nicht. Ich finde, man muss ja alle Tools mal einsetzen und der arme Radiergummi kommt sonst echt zu kurz. So, also mein Hoch auf den Radiergummi. So, jetzt wäre sie hier ein ganz kleines bisschen vignettiert, aber individuell, also nicht mit irgendeinem Programm drüber gelegt. Jetzt komme ich noch einmal... Steuerung, das ist alles so anders. Du kannst es auch rechts mit den beiden machen und dann so. Dann ist es einfacher für dich. So Handakrobatik, okay. Jetzt komme ich noch einmal auf eine Sache, die ich sehr wichtig finde bei meiner Bearbeitung. Und zwar möchte ich bestimmte Aufmerksamkeitspunkte, da wo Kontrast liegt. Man guckt dahin, wo Kontrast ist. Und teilweise ist er da, wo er hingehört und teilweise zieht mir das die Aufmerksamkeit nicht dahin, wo ich sie haben möchte. Einfaches Beispiel, ich versuche Hände finde ich sowieso ganz schwer zu fotografieren, aber ich versuche Handposen zu vermeiden, die sehr viel Kontrast beinhalten. Zum Beispiel sowas hier. Mhm. Da haben wir hier hell, dunkel, wieder hell, wieder dunkel. Super viel Kontrast, super kleinteilig. Das versuche ich zu vermeiden. Das ist auch schwierig in der Bearbeitung, oder? Ja, gut. Da, nehmen wir mal an, ich wäre fleißig. Trotzdem, alles, was so kontrastreich ist an Orten, wo ich eigentlich den Kontrast nicht haben möchte. Mhm. Gleiche Sache wären so weiße Socken, schwarze Schuhe. Mhm. Abgesehen davon, dass es den meisten Leuten nicht steht. Aber ich möchte den Akzent doch nicht auf den Füßen haben. Meistens in den Augen. Also würde ich das vermeiden. Und hier haben wir auch so ein paar Stellen, wo mir ein bisschen zu viel Kontrast ist. Den ich ganz sanft rausnehmen möchte. Das wäre hier zum Beispiel der Hals. Mhm. Das ist ein Schatten, eine Helligkeit. Und das ist mir ein bisschen zu viel, weil es zieht so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf diese Stelle. Geht euch das auch so? Habt ihr auch direkt gedacht, dass da ein bisschen too much ist? Ich ziehe das auf irgendeinen unstrukturierten Bereich oder auf irgendeinen Bereich, der relativ unscharf und unspektakulär ist. So wie du das gestern auch gemacht hast mit der Unterseite vom genau. Kleid, ne? Es gibt auch andere Methoden, aber das ist für mich das Schnellste. Mhm. Und hier ist mir auch ein bisschen viel Kontrast, da will ich auch nicht so den Akzent haben, den Bereich hier. Mhm. Irgendwo. Hier ist auch ein bisschen arg dunkel. Das hier gefällt mir nicht. Da kam sogar ein bisschen Struktur drüber, weil da hier so ein Vorhang liegt. Mhm. Und hier diese ganz gerade Linie, die sich durchs Bild zieht, könnte auch ein Hauch sanfter sein. Und ihr könnt euch denken, das bleibt jetzt nicht so, sondern die Deckkraft wird einfach stark zurückgenommen. Das ja, sieht auch nichts aus, ne? Aber es ist wirklich ein größerer Teil meiner Arbeit. Und normalerweise passiert der in mehreren Ebenen immer wieder, mhm. weil ich auf die Art und Weise den Blick lenken möchte. Also eigentlich fällt das hier komplett unter das Thema Blickleitung, was ich hier die ganze Zeit mache. Mhm. Es muss nicht auf die Art und Weise sein. Ich mache vielleicht gleich mal eine andere Technik. Also das ist nur ein Weg nach Rom mal wieder. Der dich aber ausmacht, immerhin. Also die Dagmar hat jetzt auch geschrieben, das ist ja eben dein Stil. Ne? Zack. Jetzt haben wir 11% nur. Mhm. Es ist nicht wirklich viel. Ich würde es jetzt nochmal in anderen Methoden und so weiter immer mal wieder machen. Mhm. Zum Beispiel geht das auch, dass ihr einfach eine neue Ebene anlegt, euch eine Farbe aus dem Bild sucht. Zum Beispiel dieses hier. Sehr weicher Pinsel. Deckkraft wenig, damit man auch zweimal klicken kann und trotzdem die Ebenen Deckkraft noch reguliert. Und ich gucke nochmal, wo es hier irgendein Kontrast, der mich stört. Und leicht drüber gemalt. Ich bin auf der falschen Ebene. Okay, da, jetzt bin ich richtig. Erzählt mir mehr. Kevin hat gefragt, kann ich vielleicht mal ein Bild von meinem Shooting an dich senden und es würde mich interessieren, wie du das bearbeiten würdest. Ja, super, her damit. Haben wir irgendwie einen E-Mail-Zugang oder sowas? Ich überlege gerade, vielleicht... Oder schick's uns doch und wenn das jetzt dauert, kann ich es morgen nehmen. Vielleicht können wir es machen. Du kannst es ja, Kevin, du kannst es ja mal hochladen über WeTransfer zum Beispiel oder wenn du Dropbox hast, kannst... Wie machen wir das am besten? Also wenn es dir nichts ausmacht, könntest du es in den Chat posten, den Link. Ansonsten können wir mal überlegen, kann der Tim dich ja vielleicht anschreiben und dir sagen, bitte an die E-Mail schicken, die und die E-Mail. Also ihr seht, es ist halt jetzt mit einer geringen Ebene der Kraft mhm. einfach weniger Kontrast geworden, ne? Also hier die Bereiche einfach ein bisschen ausgeblendet. Nicht, weil ich sie generell unschön finde, sondern einfach nur, weil sie mir die Aufmerksamkeit wegziehen. Mhm. Die Haare hingegen, die lasse ich, weil die rahmen das Gesicht so ganz hübsch, finde ich. Und da darf es bleiben. Und hier oben der Schwanenhut, der ist halt irgendwie wichtig. Vielleicht ein Hauch weniger. Ein ganz kleines bisschen. Okay. So. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, wo ich eigentlich hin wollte. Mhm. Das haben wir gestern nicht so gehabt. Nämlich würde ich das gerne so ein bisschen auf alt, gegruncht, benutzt und so weiter trimmen. Also ich würde da gerne Atmosphäre reinbasteln. Kannst du das Foto ein bisschen nach rechts schieben? Ein kleines bisschen. Dieses rechts hier? Gut, muss gar nicht so viel sein, genau, so ein bisschen, weil wir sind ja hier in dem Bereich. Wir sind ja da. Genau, dass man das stimmt, genau. Okay, könntest du mir das bitte klein machen? Ich hätte gern den Desktop. 3 Finger nach oben. stimmt. Okay, das lerne ich heute aber nicht mehr. Also du willst nur den Desktop? Genau, ich möchte gerne auf den Desktop, weil hier habe ich mir so ein paar Bildchen gespeichert. Ja. Ein paar Stockbilder. Ich kann selbst überlegen, wie man das einfach alles wegmacht, aber ich glaube so. Nee. Möchtest du auf deinen Ordner? Nee, hier, auf die Stockbilder. Auf einen reinen Desktop. Achso, dann können wir es ja so machen, dass wir hier einfach auf Schreibtisch gehen. Genau, da haben wir nämlich ein paar Stockbilder ausgesucht gehabt. Genau. Die wir vielleicht als Überlagerung für unser Bild nutzen können. Genau. Von Adobe Stock, wohlgemerkt. Ne? Also, natürlich. Wir haben hier nichts von Google runtergezogen. Ich nehme einfach mal, ich öffne einfach mal verschiedene. Mhm. Vielleicht habt ihr eine Präferenz, welches das Schönste dafür ist. So, ich glaube, das finde ich noch ganz cool. Mhm. Und... was würde noch gehen? Tatsächlich probiere ich auch meistens verschiedene. Und wenn ich eins so, man hat manchmal so seine Favoriten an solchen Dateien. Das ist gefährlich, weil dann nutzt man die zu oft und es wird so ein bisschen leichttönig. Dann versuche ich sie bewusst zu verflüssigen oder bewusst in der Farbe zu verändern, bewusst im Bildausschnitt zu verändern, mit Steuerung T transformieren, zu verzerren. Einfach, dass man so seine Favoriten nicht in Extremo benutzt. Und, genau, ihr könnt die natürlich auch sehr gut selber fotografieren, sowas, wenn ihr nicht Stock machen wollt. Könnt einfach ein zerkratztes Backblech fotografieren. Vielleicht könnt ihr sie sogar bei Stock hochladen, weil es gibt ja immer wieder Leute, die keine Lust haben, was selber zu fotografieren. Bei der Struktur, die gefällt mir sehr gut von der Optik her, aber dieses vignettierte nach oben raus offene würde eigentlich... so rum würde es nicht wirklich passen, finde ich, zum Bild. Es würde so rum passen. Mal gucken, ob das klappt mit dem Ziehen oder ob ich so ein bisschen... ob das mir zu viel Längsstruktur ins Bild bringt. Gut, das wäre eine Option. Na, noch nicht ganz ordentlich war ich nicht. Aber ich gehe sowieso lieber ein bisschen über die Ränder hinaus. Wenn ihr eine Strecke machen wollt, wäre das ein Tipp, immer die gleiche Struktur dafür auszuwählen. Dann habt ihr schon mal ein Element, was die Streckenoptik betont. Das wäre die Variante Nummer 2. Und bei dieser Strecke wäre dann auch sinnvoll, immer so ein bisschen über den Rand zu gehen und vielleicht mit gedrückter Command-Steuerungstaste so ein bisschen zu ziehen, dass sie nicht immer exakt identisch gleich aussieht, die Struktur. Oder ihr ladet euch einfach von der gleichen Sorte mehrere runter, wenn es das gibt. Oder wenn ihr eure eigenen selbstfotografierten nutzt, dann immer darauf achten, dass man mehrere hat aus einem Guss. So kann man dann Strecken wirklich einen guten Zusammenhalt geben einfach. Und dann hätten wir noch was Buntes. So, ich bin gleich gespannt, welcher am besten aussehen wird. Das Bunt gefällt mir allein von der Aufmachung her. Das sieht ganz cool aus. So, die kann auch wieder weg. Ich glaube, einen habe ich jetzt vergessen. Aber egal, es dient ja eigentlich nur der Demonstration. Ich fange mal mit der an. Wie ihr euch denken kommt jetzt eben im Modus weiches Licht. Allerdings wäre das nicht das Einzige, was kommt. Aber das wäre schon mal der erste Anhaltspunkt, ob es funktioniert oder nicht und wie es aussieht. Also das wäre diese gescratchte Textur, sehr kratzig. Weiß nicht genau, ob die so gut zu diesem flanelligen Vögelchen passt. Was ist mit der hier? Ich glaube, wir müssen ranzoomen. Auch ganz interessant, so ein bisschen wie so eine alte Fotoplatte, so ganz entfernt. Und die Geschichte mit der Farbe sehr so aus. Ein bisschen skurril mit diesen Farbecken drin. So, welches am besten? Warte, ich hole noch mal einmal die dritte raus. Ist fies, wenn ich jetzt... aber ihr könnt trotzdem schon mal schreiben, was ihr davon haltet. Wir waren hier, ne? Genau. Die habe ich vergessen. Da bin ich doch ein bisschen neugierig, wie sie aussieht. Sieht auch cool aus. Sieht aus wie eine dreckige Scheibe, so ein bisschen. Dreckig ist immer super zum Fotografieren, ne? Super, ne? So ohne ein bestimmtes Raster, sondern so schön... durchgemischt. Macht auch Spaß, sowas zu fotografieren, so Texturen, muss ich wirklich sagen. Christine hatte geschrieben, gerade beim Make-up zu dem Thema, was eben auch die Trends sind, ne, hat sie geschrieben, beziehungsweise ging der Trend ja auch schon etwas weg vom starken Contouring und hin zum Natürlichen. Ja, Ja, das glaube ich, kann ich bestätigen. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das ist somit das Spannendste überhaupt, zu gucken, was machen Leute und warum machen sie es. Ja. Und man kann das ja immer auf irgendeinen Zeitgeist zurückzuführen. Zum Beispiel die Rocklänge wird ja ganz oft an Zeitgeist festgemacht. So in der Krise werden sie länger und wenn alles gut läuft, werden sie wieder etwas kürzer. Aber ich glaube, sehr viele andere Dinge auch. Dass man sehr viel zeitgeistmäßig festmachen kann. Und wenn man das unter Kontrolle hätte, wüsste man, was der nächste große Trend ist. Und dann wäre man der Erste. Schön. Aber ich finde generell, die Leute in der inszenierten Menschenfotografie sind so ein bisschen so eine Avantgarde irgendwie. Was auch schön ist, Teil der Sache zu sein. Also, kannst du nur empfehlen, ne? Obwohl bist du ja eigentlich schon. Bist ja schon oft genug vor der Kamera. Ich? Und hinter der Kamera. Oh ja, naja. Nicht so oft wie du. Ich bin ja, davor bin ich gar nicht. Ja, nicht mehr. Nicht mehr. Haben wir ja gesagt. Aber ja, gut, also ich meine, bei mir ist es ja auch noch ein sehr langer Weg, würde ich sagen, weil ich mache das ja noch nicht so lange, dass ich jetzt sagen würde, ich habe halt früher ganz viel Composing gemacht oder Compositing mit vorhandenen Bildern, aber jetzt gar nicht mit eigenen Bildern. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich schicke dir mal ein paar rüber. Super, haben wir wieder jemanden gefunden, der meine Bilder bearbeiten möchte. Gerne, also ich finde das toll. Also das kann ich euch auch wirklich empfehlen, euch auszutauschen mit euren Bildern, weil was andere draus machen, ist immer so ein Eye-Opener. Es ist schön zu sehen, wenn andere Leute, was für Ideen die mit den Bildern haben, wenn man sich dann abstimmt, okay, was machen wir da draus? Also das finde ich ist auch so ein riesen Benefit an der Szene. Gerne, gerne. Das finde ich super, weil das ist auch immer schön zu sehen, das haben wir mal mit ein paar Freunden gemacht, da hatten wir praktisch zu dritt das gleiche Bild genommen und dann halt alle bearbeitet und dann einfach mal nebeneinander gestellt. Bearbeitungsbattle. Genau. Ja, das ist super, super spannend, einfach zu sehen, was für unterschiedliche Resultate mit dem gleichen Ausgangsmaterial rauskommen. Ja. Apropos Resultat, welche soll ich nehmen? Also relativ fast einstimmig das farbige. Also, das hier? Genau, das zweite von oben. Einmal kam jetzt auch die letzte Textur, wurde super gefunden und das oberste auch. Das ist die letzte. Ja, dann machen wir doch so eine kleine Mischung vielleicht. Ich fange mal mit der an. Und jetzt, nachdem ich sie ausgewählt habe, würde ich jetzt erstmal, ich rutsche wieder rüber damit, ein bisschen verdunkeln, die Textur. Also ein bisschen in der Gradationskurve. Mal reingehen, gucken. Geht die ein bisschen kontrastreicher. So. Jetzt nächster Schritt. Ich dupliziere sie und sie liegt einfach zweimal übereinander. Die kommt weg, die kommt an und geht auf Ebenenmodus normal. Gucken wir mal, ob die zu farbintensiv jetzt ist. Ja, ein bisschen zu farbintensiv. Farb und Sättigung ein bisschen raus. Möglicherweise später noch mehr, aber so soll erstmal reichen. Das Ganze kriegt eine Ebenenmaske, ein schwarzer Pinsel, wer hätte das gedacht, in weich und groß. Und geringe Deckkraft. Ich gehe so ein paar Mal da drüber, um sie mir so ein bisschen rauszuholen. So, das soll reichen. Die Ebenendeckkraft höchstwahrscheinlich, ich kann sie immer noch nachtun, aber erstmal ein bisschen raus. Jetzt seht ihr, dass an den Ecken wieder diese Struktur wirklich überlagert. Die Struktur und die Farbe überlagern an den Ecken wirklich. Das will ich auch haben, weil ich will ja gerade so an den Ecken diesen Flair drin haben. Jetzt kommen wir zu der Ebene darüber. Die hat in der Mitte diesen Gelbton. Ich stelle es nochmal auf normal gucken. Ja, da ist relativ viel Struktur drin. Die will ich vielleicht nicht so stark auf der Haut des Modells haben. Deswegen wähle ich mir hier eine Farbe aus, die relativ nah an, so ein bisschen nah Richtung Grau geht, sagen wir mal. Gucken, was haben wir hier? Das ist jetzt nicht quietschegelb. Schieben wir ein bisschen mehr Richtung Grau, ohne allzu viel Sättigung rauszunehmen. Dann Ebenenmodus weiches Licht. Und ich male in der Farbe jetzt über das Gesicht des Models, über die Bereiche, die mich am meisten interessieren im Bild. Damit sieht es so ein bisschen integrierter aus, als wenn ich eine Ebenenmaske drauf tue. Beispiel bei einer Ebenenmaske sähe das Ganze so aus. Das ist ein bisschen unintegriert. Während wenn ich sie nur mit den gemalten arbeite, dann habe ich die Farbe einfach nochmal aufgenommen und es wirkt ein bisschen integrierter. Trotzdem würde ich nicht bei so einer starken Deckkraft bleiben. Gehen wir ein bisschen runter. Nehmen wir die noch dazu, haben wir gesagt. Die würde ich noch ein bisschen kontrastreicher gestalten wollen. Eher in den helleren Tönen ein bisschen was rausholen. Und gleiches Spiel nochmal. Ebenenmodus normal. Duplizieren. Ausblenden. Hier dann wirklich mit der Maske und schwarzen Pinsel. Ich muss sie vorher dupliziert haben, ne? Denn die wird ja vermalt, die Ebene sozusagen. Deswegen ist es sicherer, so anzufangen. Da hole ich sie mir raus. Die wichtigsten Bereiche. Die Deckkraft kommt relativ gering. Die Ebene wird vermalt. Das heißt, ich muss mir eine Farbe suchen, relativ Richtung Grau aus dem Bild. Mal gucken, wie nah wir dran sind an Grau. Bisschen zu dunkel, würde ich sagen, aber vielleicht auch ein bisschen zu entsättigt. Und eben Modus weiches Licht. Und dann male ich mir... Ui, das ist so viel. 100% der Kraft muss es nicht sein. Ich glaube, das war auch ein bisschen zu dunkel immer noch, was ich mir da ausgesucht habe. Bisschen heller. Und mal sie noch so ein bisschen vorsichtig da raus. Das heißt, die Technik eignet sich super dafür, wenn eure Location nicht so ganz optimal ist, denn so viel bleibt davon nicht übrig. Also damit im Hinterkopf, und das meine ich mit Bildbearbeitung und Fotografie Hand in Hand, wenn man weiß, ist nicht so schlimm, dass jetzt der Hintergrund nicht gerade rockt, dann, naja, behindert das halt nicht die Fotografie, und zugleich ist es auch nicht so, dass man zu irgendeiner Traumlocation fährt, wo man Porträts machen möchte und die Location dann gar nicht wirklich zur Geltung kommt. Katrin hat übrigens gefragt, ob du für Print und digital jeweils andere Workflows hast, beziehungsweise anders arbeitest. Ich mache gar nicht nur digital. Alles, was ich mache, mache ich in Printgröße. Ich weiß, man könnte sich die Arbeit sparen, aber es ist mir immer wieder passiert, dass dann Jahre später ich mich geärgert habe, weil ich es vielleicht für irgendeine Ausstellung oder sowas hätte nutzen können, wenn es in klein gewesen ist. Deswegen. Also du machst automatisch immer alles für die Printgröße und kannst genau, dann von da aus dann wieder runter skalieren. Genau. Okay. Das wäre die eine Ebenengruppe und das ist die zweite Gruppe. Und naja, die können wir natürlich auch zusammenfassen und dann nochmal gucken. Vielleicht würde ich die ein kleines bisschen rausnehmen und hier auch die Deckkraft ein bisschen rausnehmen. So, aber jetzt, ich sagen muss jetzt zum Beispiel hier links vom Kopf, finde ich jetzt, ist da noch so ein dunkler Strich, der das Ganze ein bisschen abhakt. Hier dieses. Wollen wir das noch ein bisschen soften? Ich weiß nicht, was es ist, aber es wirkt so ein bisschen, als ob man da was rausgeschnitten hat. Das ist ihr Körper, ihr, wie sagt man dazu? Hinterbereich vom Hinterkopf und das Tuch. Genau, aber dann nehmen wir doch direkt nochmal als Beispiel Steuerung, Shift, Alt, E. Ja, nehmen wir doch das direkt als Beispiel, nochmal den Kontrast hier ein bisschen wegzukriegen. Kann man ja mit einer Ebene drunter noch machen. Und... so bleibt es natürlich nicht. Jetzt hat sie kein Ohr mehr und auch keinen Kopfabschluss mehr. Aber so ist es ein bisschen sanfter geworden, ne? Der Übergang. Fällt nicht mehr ganz so ins Gewicht dann. Okay, ja, unsere beiden Ebenen drüber. Besser. Tada! Und fertig wäre ich jetzt noch nicht, aber das wäre jetzt erstmal schon mal so ein gewisser wichtiger Schritt, den ich damit gemacht habe. Machen wir weiter in Richtung fertig. Ich reduziere das jetzt alles nochmal auf eine Ebene. Theoretisch können wir die auch irgendwann wieder ausblenden und hier nochmal unsere Ebenen Deckkraft ein bisschen tunen. Ich mache noch so ein bisschen 3D-Effekt nochmal rein, aber auf eine andere Art und Weise. Die wird dupliziert, die Ebene. Ich nehme ein bisschen die Sättigung raus. Gehe auf den Hochpassfilter. Und sehe zu, dass hier keine bunten Artefakte größeren Ausmaßes reinkommen. Gestern hatte ich das mit einer Farbebene gemacht. Das mache ich heute ohne, ohne Farbebene. Und gehe auf Ebenenmodus weiches Licht. Damit sind ist alles so ein kleines bisschen akzentuiert. Natürlich too much. Aber die Ebene kriegt eine Maske. Und mit einem weißen, weichen Pinsel kleinerer Größe kann ich jetzt die Federchen nochmal rausarbeiten. Und die Wimperchen und alles, was so ein bisschen ins Auge fallen soll. Also im Endeffekt schon wieder Blickleitung. Was mich sehr interessieren würde, bei dem Bild hast du jetzt zum Beispiel die Augen ja gar nicht bearbeitet. Also extra bearbeitet. Machen wir noch ein bisschen an den Augen vielleicht. Das wollte ich nämlich fragen. Machst du das auch sehr intensiv zu sagen, okay, die Augen sind ein Part, an denen ich sehr lange arbeite, bis sie halt wirklich perfekt aussehen, weil ich kenne das zum Beispiel, dass viele Fotografen halt gerade die Augen super krass hervorstechen lassen, indem sie halt leuchten, aber das erfordert ja auch viel Arbeit. Arbeit finde ich das gar nicht. Also jetzt zumindest für das Bild wird es keine Arbeit sein. Ja, in dem Fall ist es ja auch sehr stark gut ausgeleuchtet. Aber wenn du zum Beispiel braune Augen hast, ist es ja noch ein bisschen schwieriger. Nee, da mache ich das gleiche wie das, was ich jetzt machen werde. Okay, hier sieht man ein bisschen, dass ich an der Ebene ein bisschen übertrieben habe mit meinem Hochpassfilter. Also immer gut nochmal nah ran zu zoomen. Das muss natürlich wieder ein bisschen raus. Das war too much. Ja, immer gerade Hochpassfilter muss man schon mal wieder hin und her zoomen, sonst ärgert man sich später. Okay, aber jetzt schon wieder besser. Okay, machen wir eher ein bisschen Glanzaugen. Mit Braun mache ich das genauso. Ich finde jetzt die Augen schon sehr schön, von daher. Ja, sie hat auch sehr. Ich weiß nicht, ob ich so machen würde, aber sie hat ja natürlich einen sehr schönen Grünstich. Mit diesem Rand vor allen Dingen ist das auch extrem toll. Das male ich einfach rein. Das ist einfach weiße Farbe reingemalt. Und tatsächlich kann ich in Ebenenmodus normal bleiben und einfach die Deckkraft sehr stark runtersetzen. Ich finde, dann glänzt es einfach schon mehr. Ist so simpel, aber irgendwie funktioniert. Oder halt auf weiches Licht und... Also das ist jetzt einfach mit Weiß da reingemalt. Genau, es ist echt nicht so ein Hexenwerk gerade, aber irgendwie finde ich den Effekt gut. Manchmal auch noch ein ganz kleines bisschen hier die Linie so ein bisschen betonen. Nimmst du die Äderchen auch manchmal raus? Also die in den Augen sind? Ja, manchmal schon, wenn es zu viel ist. Gerade wenn Leute farbige Linsen tragen oder das Make-up nicht so gut vertragen, dann kann das schon mal ein bisschen too much sein. Was ich auch ganz gerne mache, das ist jetzt für das Bild keine gute Idee, aber wir haben das gerade offen, dass ich das Make-up ändere oder umfärbe oder sonst irgendwas. Zum Beispiel könnte man jetzt hier, okay, es wird freaky, aber egal. Nein, ist doch schön. Dann seht ihr wenigstens, was passiert. Dass ich jetzt zum Beispiel hier einfach so drüber male. Angenommen, sie wäre gar nicht geschminkt. Einfach den Bereich, wo man das Make-up auftragen würde. Und unterm Auge die gleiche Geschichte. Dann Ebenenmaske. Und das muss ich natürlich wieder ein bisschen aus dem Auge selber rausholen. Das sollte ja nur übers Auge kommen, idealerweise. Ein bisschen aus den Wimpern rausholen. Und dann Ebenenmodus, weiches Licht oder Farbe. Probieren wir es mal mit Farbe. Also so hätte man ihr Make-up dann einfach mal umgefärbt. Von daher, weil das so leicht ist, wenn ich nicht weiß, ob ich viel Make-up haben möchte oder nicht, sage ich immer, nö, mach mal erstmal wenig. Denn das kann ich immer noch machen. Und wenn ich es dunkler haben möchte, ist auch kein Problem. Dann mit weiches Licht, dunkler. Was ich nicht mehr kann, ist Nude-Look machen. Was einmal drauf ist, das bleibt drauf. Also sprich, ich könnte jetzt aus ihr auch keinen Nude-Look mehr machen oder das wäre zu spät. Aber ich kann gut noch mehr drauf tragen oder ich kann ihr auch, was weiß ich, sie braucht keine farbigen Kontaktlinsen zu tragen, wenn sie das nicht möchte. Das tut sowieso meistens weh, also von daher rate ich eher davon ab, gerade beim langen Shooting. Geht auch ohne. Du markierst also einfach und färbst dann ein. Ja, ich mal halt einfach drauf, wie immer. Und Ebenenmodus Farbe und schon hat sie diese gruseligen Augen. Okay, ich habe dir nicht gesagt, dass es schöner wird, aber... aber achtest du dann darauf, dass die Pupille nicht mit ausgemalt ist? Nee, oder ist es egal? Farbe ist doch egal. Aber schau mal, wenn du jetzt ein bisschen näher rangehst, da wirkt es jetzt für mich ein bisschen, als ob die Pupillen... Ja, naja, normal würde ich jetzt vielleicht noch dafür sorgen, dass hier noch mehr Kontrast drin ist. Aber... Ansonsten ist es egal. Ansonsten kann man schon drüber malen, weil... ja, nur die Farbe beeinträchtigt wird, nicht die, die Helligkeit. Fotografierst du auch gerne mal mit so einem Ringlicht? Ja, auch gerne. Ja? Und das ist so ein Effekt, den ich zum Beispiel sehr, sehr schön finde. Aber ich finde es extrem schwer, damit zu fotografieren, weil man ja auch einen bestimmten Abstand haben muss, dass der Ring genau um die Pupille herum ist. Und ganz frontal gucken. Ja, das ist schon schwierig, aber ich finde es nicht so schlimm, wenn der Ring auch mal ein bisschen neben der Pupille sitzt. Finde ich auch schön. Ja, das ist okay. Das ist übrigens auch eine super Kaufempfehlung, weil es einfach ein günstiges Licht ist, wenn man mal anfangen möchte einfach und ein Licht braucht. Gibt's auf Amazon für, ich glaube, ich habe es letztens gekauft für 100 € mit Stativ und allem drum und dran, also wirklich so ein großes und mit 3 verschiedenen Abblendungen, also soft, soft, hart und in rot. Das ist ganz cool. Für 100 € mit Stativ und allem drum und dran. Ich kill gerade meine Quatschebenen, ne? Kein Problem. Und gehe nochmal alles reduziert. Und so, natürlich schon wieder neben uns, ja. Alles reduziert und Ebenenmodus weiches Licht, um noch ein bisschen Prägnanz reinzubringen. Damit arbeitest du gerne, ne? Mit weichem Licht. Ach ja, wer macht das nicht? und mal hier drumherum auch nochmal ein bisschen dunkler in manchen Bereichen, damit ein bisschen mehr der Vignetteneffekt zur Geltung kommt. Mhm. So, ich finde es jetzt nicht unbedingt besser als vorher, weil die Farben so knallen, deswegen kommt die Sättigung raus. So ein bisschen sanfter fand ich besser. Und die Deckkraft kommt auch ein bisschen raus. So einfach ein kleines bisschen prägnanter gemacht. Mhm. Ja. Fällt uns sonst noch irgendwas dazu ein? Augen haben wir. Augen haben wir. Lippen würdest du auch genauso umfärben, dann wie du es eben mit dem Make-up gezeigt hast wahrscheinlich? Ja, da male ich einfach auch nach. Wobei man könnte jetzt auch die Ebene duplizieren, Farbton, Sättigung und so die Sache ändern, aber am leichtesten wäre für mich einfach nachmalen. Und du hast ja auch gestern gemeint, du arbeitest ungern mit Stativ, sondern, also beziehungsweise du machst auch schon Stativaufnahmen. Ja, das heißt ungern, es kommt drauf an, in welchem Kontext. Mhm. Also es gibt, nein, ich rutsche immer hin und her. Alles gut. So, jetzt bin ich wieder in Position. Mhm. Ja, es kommt drauf an, wofür. In den meisten Situationen in der inszenierten Menschenfotografie finde ich es eher nicht notwendig, mit einer Ausnahme, das wäre Urbecks, also in verlassenen Gebäuden. Mhm. Da macht es sehr viel Sinn, weil man so lange belichten muss. Das Modell muss aber dann natürlich auch eine Pose haben, die gut zu halten ist. Die meisten Posen, die ich vorschlage, oder manche Posen, die ich vorschlage, sind nicht so angenehm. Die kann man nicht so lange halten. Aber wenn man irgendwas findet, wo was gut haltbar ist, dann ist das der Bereich, wo es wirklich Sinn macht, ein Stativ zu nehmen. Mhm. Haben wir hier Bilder? Ich rede ruhig weiter, ich guck mal gerade. Das wäre so in die Richtung, das war jetzt kein Urbex-Bild, aber so in alten Gemäuern. Gut, hier haben wir ein neues oder ein poliertes altes Gemäuer. Sind aber auch welche von richtigen alten Gemäuern drin. Falls ihr den Begriff Urbex nicht kennt, also Urban Exploration, wo man den Zerfall kombiniert mit der Jugendlichkeit des Modells inszeniert. Mhm. Oh, wieder was gelernt. Das ist zum Beispiel in einem Urbex-Kontext entstanden. Ein erlaubtes Urbex. Und auch eine Pose, die halbwegs haltbar ist. Oder das ist, hier sieht man schon, dass es ja wirklich Urban Decay zu sehen ist. Mhm. Die Trash Madonna hier. Oder die Serie ist auch in einem so einem alten Gemäuer, da haben die ganzen Bücher reingeschleppt und ausgekippt und so weiter. Das sieht ja auch super cool aus. Ein Bonner Altstadthaus. Ist ganz schön, aber mittlerweile wieder vollends renoviert. Ach, schade. Ich mag so Altbauten sehr gerne. Ich auch. Also auch mit den ganzen Dekorationen und den hohen Decken. Vielleicht hast du auch für die Community, gerade für die Leute, die halt gerne fotografieren, aber auch in einer Gegend wohnen, wo jetzt nicht so viel ist. Hättest du da einen Tipp für solche Leute, wie man trotzdem eben ein super gutes Motiv bekommt? Also coole Locations in Gegenden, die langweilig sind. Also sag mal, ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich komme hier aus München, beziehungsweise ich wohne hier in München. Oh nein, eine Runde Mitleid, das ist ja gar nichts. Moment, München ist ja nicht langweilig. Wollte doch gerade meinen. Nein, München ist nicht langweilig, aber wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest gerne Street Photography machen, dann gibt es auf jeden Fall bessere Städte, wo man das machen könnte. Also es gibt ja so das Schlachthofviertel, wo es so ein bisschen Street gibt, aber ich meine jetzt genau, dieses Konzept meine ich zu sagen, okay, du hast eine bestimmte Nische oder einen bestimmten Stil, den du angehen möchtest, aber in deiner Umgebung findest du eben dazu nicht viel Passendes, sodass du viel Abwechslung in deinen Bildern reinbringen kannst. Ich habe hier gerade pausiert, weil das kann ich gerade mit den Bildern ganz gut beantworten. Natürlich ist schön, wenn man Zirkus-Shooting machen möchte und man hat einen Zirkus. Am besten man hat Roncalli oder sowas, wobei ich Familienzirkus auch immer ganz toll finde und auch selber mal bei einem Zirkus war. Man kann aber auch eine Kirmes nehmen. Zum Beispiel hier sind wir in der Kirmes drin und Kirmes gibt es ja auch in München ab und zu. Die gibt es auch im letzten kleinen Dorf irgendwann. Gut. Hier gibt es ja auch einen Riesenzirkus. Genau, oder man baut sich das Ganze einfach nach. Das wäre bei dem Bild passiert. Also da haben wir einfach im Set uns, bei dem nicht, im Set uns unsere Zirkus-Kirmes-mäßige Set aufgebaut. Hier sieht man einen Hintergrund, einen Papierhintergrund runtergelassen. Von hinten ist der beleuchtet mit einem Strahler. Deswegen hat das Modell einen Heiligenschein, das Pony Girl. Und auf einem weiteren Hintergrundsystem davor hängen eben diese Stoffe runter. Also das heißt, da ist das Set dann einfach selber gebaut. Und bei relativ vielen Sachen geht das, dass man sich im Notfall selber bauen kann. Es sind auch so einige, zum Beispiel Kirmes wäre hier nochmal ein Beispiel, das hat man fast überall, muss man nur einen guten Zeitpunkt abpassen. Also am besten nicht am Familientag. Oder manchmal haben Modelle selber auch ganz coole Sets. Zum Beispiel, hier war es nicht das Modell, hier war es der Friseur. Hommage to Hair and Beauty in Köln. Die haben selber einfach ein schönes Set drin. Also Frage schadet nicht und oft genug kriegt man gute Antworten. Dann gibt es natürlich auch manche Sachen, oder man überlagert halt so stark, was wir gerade gemacht haben, ist auch mit dem Bild passiert. Ne? Das ist einfach sehr stark überlagert, sodass die Location gar keine Rolle spielt. Bei Conceptual sowieso oft nicht. Dann kann man sich die Location natürlich auch mit viel Photoshop ein bisschen so machen, wie man möchte. Zum Beispiel hier ist eben dieser Qualm reingekommen. Hier, die Farben waren natürlich nicht ganz so, der Himmel war nicht ganz so. Also da ist dazu würde ich gerne das Original sehen, irgendwann mal von dir. Das habe ich nicht dabei. Das ist nicht schlimm, aber irgendwann, das muss mir unbedingt mal zeigen, weil das finde ich jetzt gerade super interessant. Das hat so diese Mystik. Oder hier waren nicht ganz so viele Blumen da. Vielleicht habe ich das sogar dabei und das kann man sich wahrscheinlich auch denken, ne, dass ich da so ein bisschen nachgepflanzt habe. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Habt ihr Fragen? Wie immer, ne? Wenn ihr Fragen habt, gerne in den Chat reinstellen. Also ich könnte jetzt den ganzen Tag jetzt hier Jamari ausfragen, aber es geht auch vor allen Dingen um euch, was ihr gerne wissen wollt. Ne? Also jetzt für mich war jetzt die Frage besonders interessant, weil, wie gesagt, klar, in München gibt es super viel, mit dem man arbeiten kann. Aber ich mag es zum Beispiel sehr gerne, einfach durch die Stadt zu tigern. Ne, und mit Freunden oder mit Leuten, mit denen ich dann eben Fotos schießen will und dann eben zu entdecken, wie du jetzt auch gesagt hast, dieses Explore-Shooting so ein bisschen. Und da ich auch sehr gerne in diese Richtung Street gehen möchte, fällt mir das halt wahnsinnig schwer zu sagen, okay, wo gehe ich jetzt hin, wo es dann eben genau diese Location gibt. Was es zum Beispiel in München gibt, ist dieser verlassene Bahnhof, der Geisterbahnhof an dem Olympiastadion, der halt irgendwie seit den 90ern geschlossen ist und da kannst du halt echt schöne Fotos machen. Aber es gibt halt nicht so viele wie zum Beispiel in Berlin, wo du halt ganz viele solche Ecken hast und Hinterhöfe. Es gibt da eine richtige Szene und auch Foren, wo man sich drüber austauscht, wo man hinfährt. Vieles in Belgien in dem Bereich, leider völlig die falsche Richtung. Schade. Aber auch Ostdeutschland hat so einige tolle Sachen. Das Problem ist halt nur, es wird relativ geheim gehalten, ne? Also man schon allein, weil es gibt eben Leute, die würden sonst hingehen und die Metalle aus den Gebäuden klauen oder alles zusprayen. Von daher so ganz einfach erfährt man nicht, wo es jeweils ist. Da muss man schon ein bisschen recherchieren. Zum Glück habe ich nette Kollegen, die mich dann gerne mal mitnehmen. Aber das ist halt super, ne? Und so ganz, wie legal das jeweils ist, ist auch die Frage. Am besten ist wirklich, wenn man sowas wie das Nürnberg ist doch hier gar nicht so weit. Da kannst du doch hingehen zum, viel, ne? Zum Volksbad. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so urban im Sinne von wilder, moderner, aber auch zerrockter Stil, sondern eher so ein bisschen Jugendstil. Das kann man aber mieten für relativ günstige Preise und da hat man halt ein wirklich verlassenes Schwimmbad, was ganz toll ist. Riesengroß. Also okay, ihr kennt es bestimmt alle und natürlich ist es nichts Neues, aber ich finde es nicht schlimm. Also nur weil Johnny Depp schon ein paar Mal fotografiert worden ist, würdet ihr doch auch nicht sagen, nö, der Alte kann mir gestohlen bleiben. Also von daher, ich finde das eigentlich kein Argument zu sagen, da haben schon viele fotografiert. Ja, aber es gibt ja, also ich sag mal, es gibt ja auch natürlich, also gerade hier in der Umgebung auch viele Motive, die halt wirklich von jedem fotografiert werden. Ne? Also jetzt mal ein Beispiel, die Frauenkirche oder es gibt doch diese ganz berühmte Teufelsbrücke hier in Deutschland. Ja, aber ne, warum nicht? Ich würde auch gern fotografieren. Ich mache das auch trotzdem. Ne? Ich war zum Beispiel letztens, ich komme ja ursprünglich aus Ingelheim, also aus Mainz, aus der Nähe, auch am Rhein. Und im Hunsrück, ein bisschen weiter weg, so eine Dreiviertelstunde von uns, gibt es ja diese ganz berühmte Brücke, diese Hängeseilbrücke, die Geierleibrücke. Und da werden ja auch ganz, ganz viele Fotos gemacht. Ne? Diese riesen Hängeseilbrücke. Und da bin ich auch mal nachts hin und habe dann wirklich auch eine Langzeitbelichtung gemacht, weil ich das unbedingt mal fotografieren wollte. Aber nichtsdestotrotz, ne? Jeder, der mal da ist, der macht auch mal gerne so ein Foto. Aber ist doch nicht schlimm. Hier, Volksbad, ich habe das mal gerade rausgesucht, weil das ist halt dieses Volksbad Nürnberg. Und ich glaube, so hat es dann doch keiner fotografiert. Jeder macht doch irgendwie seinen eigenen Kram damit, oder? Also, ich finde es okay. Jeder... Und ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man sich inspirieren lässt dann von einem Bild und vielleicht davon ausgehend dann sein eigenes macht. Also. Ja. Ah, wir haben sogar einen aus Ingelheim hier. Michael Horacek. Liebe Grüße, hi. Sehr lustig. Wie klein die Welt ist manchmal. Genau, die Anke hat geschrieben, das war diese Brücke, diese Teufelsbrücke, diese Rakotsbrücke. Ja? Genau. Und so kennt, die ja auch dann eben genau, wenn man die Spiegelung richtig abfotografiert, genau, die dann genau Kreis bildet. Wunderschön. Ja, wunderschön. Aber das ist auch wahnsinnig schön. Also, ich glaube, ich habe noch viel vor. Ich habe auch ist immer nach jedem Adobe Live sehe ich mir das an und denke mir, ich will jetzt da anfangen und dort anfangen und das machen und dies machen. Und dann kommt man nur zu einem Bruchteil von den Sachen. Aber es ist wirklich wahnsinnig schön, was du eben für Bilder hier zauberst. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt eben Fragen habt zu dem Thema Bildbearbeitung oder auch eben zu Jamaris Workflow oder ihr selbst, gerne jetzt stellen, weil das ist eure Möglichkeit. Ne? Ich hab ja schon zwei von meinen Fragen beantwortet bekommen, die mir auf der Seele gebrannt haben. Ne? Vor allem die Augenbearbeitung, das ist für mich etwas, wo ich wahnsinnig gerne dran arbeiten will, zu sagen, okay, wenn ich jetzt eben Porträts mache, dass ich diese Augen wirklich zum Leuchten bringen kann, auch wenn das jetzt nicht optimal ausgeleuchtet ist. Gut, das war eine echt einfache Möglichkeit. Das Problem ist, diesen Reflex reinzukriegen, ist ein bisschen schwieriger, wenn er nicht da ist. So aus einem anderen Bild klauen. Wenn er nur in einem Auge ist, kann man den meistens ausschneiden. Abkopieren. Steuerung T, transformieren, wichtig, weil sonst sieht es zu identisch aus. Und ein bisschen vielleicht kleiner machen, ein bisschen ziehen und ins andere Auge rein. Ist aber auch eine Sache von einer Minute oder so. Also auch nicht so tragisch. Ja, Wahnsinn. Ansonsten, ich quatsche mal weiter über Location Beauty und ihr könnt mich ja einfach unterbrechen, ja, wenn irgendwas Cooles reinkommt. Genau. Also, das wäre ein Bild, was zum Bereich Zweidimensionalität auch fotografiert ist. Und hier hat die Location einiges an Beauty erfahren. Und ich komme da drauf wegen der Augen, weil die, das Model hat einfach so tolle Augen, die Steffi Erdbeer. Die hat nämlich wirklich zwei verschiedenfarbige Augen. Boah, das ist ja auch super krass. Aber eigentlich ging es hier darum, es sollte diese tote Optik so ein bisschen, ne? Dieses Gruselige, obwohl man hat Blumen, und andererseits sind die Blumen aber auch gruselig. Das wollte ich halt reinbringen, diesen Zwiespalt in das Bild, und dadurch wollte ich, dass sie wie so in so einer Decke von Blumen wie in so einem Grab liegt. Und in Wirklichkeit stand sie einfach vor ein paar Blumen und das Ganze sah viel harmloser aus. Ganz anderer Bearbeitungsstil, ne? Hier ist dieses Dodge and Burn, dieses 3D überhaupt nicht zum Einsatz gekommen, sondern eigentlich eher flach bearbeitet und ja, eher Ton in Ton, eher rosa, eher die Kontraste möglichst rausgenommen, bis auf die Augen, weil, naja, sie hat einfach ganz tolle Augen. Das ist Wahnsinn. Das hatte ich vorhin genannt, das Bild, ne? Da waren schon relativ viele Blumen da und die Aline da in den ganzen Blumen versteckt und naja, Wahnsinn, da kamen dann noch ein paar dazu, weil wenn schon, denn schon, kann man auch ein bisschen Gas geben. Insbesondere vor ihr fand ich es wichtig, so den Abschluss zu finden. Nochmal ganz kurz vielleicht, weil wir es eben noch gar nicht gezeigt hatten, wollen wir nochmal ganz kurz zu deinem bearbeiteten Bild gehen und nochmal das Vorher und Nachher neben dran stellen, so wie wir es gestern gemacht haben. Nur, dass wir uns vielleicht einfach noch... Ich glaube, das können wir jetzt sogar, weil ich habe die unterste Ebene, glaube ich, gelassen. Yeah. Alt-E. Den ganzen anderen Kram ausblenden. Ich hätte wahrscheinlich ein paar Mal reduziert, aber... Hast du ja heute mal unterlassen. Oh, der Sascha ist auch übrigens aus Bad Kreuznach. Ja, schön. Also wahnsinnig viele Leute aus Rheinland-Pfalz. Ja, meine alte Heimat. Schön. Ja? Trier. Trier, schön, hast du erzählt, ja. Trier ist auch wahnsinnig schön. Trier ist auch eine schöne Stadt, ja. Vor allem ist auch immer ganz witzig zu sehen, dass viele Leute da einfach nur wohnen, weil sie halt in Luxemburg arbeiten. Es halt günstiger ist, über die Grenze zu fahren, wieder zurück. Das ist ein Steinwurf, ja. Nur für mich hat es sich nicht gelohnt. Ich fahre ja nur Motorrad und dann ist das mit dem Tanken nicht... Ja, nicht so ganz effizient. Aber für alle anderen, dafür waren die Benzinpreise aber gefühlt auch teurer in Trier als woanders. Aber trotzdem, ich habe wirklich sehr gern da gewohnt. Ja, das wäre vorher nachher. Ich glaube, ich sollte es ein bisschen größer machen. Wahnsinn. Witzig ist, dass man so bei dem Vorher erst merkt, irgendwie, wie dunkel das doch eigentlich in der Mitte war und dass die Blickführung eigentlich genau falsch rumgelaufen ist, dafür, dass alles so duftig sein sollte. Und naja, da haben wir es dann in hell und glänzend und sehr goldig. Ich würde es nochmal gerne mit einem kühlen Weißabgleich drauf probieren. Das wäre noch eine Überlegung. Kannst du doch gerne machen. Ich würde es aber in Lightroom nochmal öffnen wollen. Ich glaube, ich habe hier keinen Lightroom drauf. Hast du nicht? Aber das können wir dann für morgen machen. Ja, genau. Dann können wir das hier heute Abend nochmal installieren und Acrobat und PowerPoint machen wir auch mal drauf, dass wir alles mal durch haben. Das hätten wir übrigens auch heute Morgen installieren können. Das wäre nämlich nicht mal eingefallen. Acrobat für die PDF. Ach so. Achso, aber naja, die PDF ist ja eigentlich ganz okay so. Also läuft zumindest, kann sich nicht beschweren. Ja, ist ja auch nicht. Aber für die PowerPoint, genau, dann machen wir mal. Aber wo PDF, wo ist die? Die hast du wahrscheinlich im Hintergrund, deswegen ist sie da unten in der Leiste nicht drin. Genau. Ich habe was gelernt. Also nur wenn es minimiert ist, ist es unten in der Leiste, ansonsten ist es irgendwo versteckt. Tada, da sind wir wieder. Aber ich warte auf ein paar Fragen. Es kam jetzt gerade keine neue. Okay, dann, ich glaube, die Leute sind noch alle geflasht. Rede ich einfach mal weiter. Alle wollen einfach nur gerade wow sagen. Wir haben jetzt auch noch, ich muss gerade mal gucken, wir haben jetzt noch so, ja, 7 Minuten, 6 Minuten. Das heißt, du kannst dann kann man noch 25 Bilder bearbeiten. Also hier ist nur gezeigt, ne, wo ich die Blumen hergenommen habe. Tendenziell aus anderen Bildern, aber aus dem gleichen geht auch, wenn man ein bisschen transformiert und verflüssigt. Hier ist ein ernsthaftes Problem in dem Bild gewesen. Und ich meine jetzt nicht das Band von der Wäsche, die sie anhat. Ich meine auch nicht den Fuß, der da reinkommt, sondern, weißt du's? Das, was eigentlich ein Fehler ist. Was ein Fehler ist? Kein Fehler am Modell eigentlich, sondern ein Fehler... Naja, mehr darf ich nicht sagen, sonst weiß das. Von der Ästhetik meinst du? Was man nicht machen würde. Normalerweise. Oh, gute Frage. Ich muss wieder fragen. Das muss ich mir überlegen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Okay, ich sag's dir, bevor ihr... Okay. Irgendjemand fotografiert so nicht. Nein. Also, der Punkt ist, das Licht kommt von der falschen Seite. Ne? Guck mal auf ihr Kopf. Das sollte von oben kommen. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Das war echt, ja. Also die Lichtrichtung ist einfach falsch. Das ergab sich aber so, weil andersrum konnte man da nicht liegen. Okay. Und naja, da war so eine Lichtung und genau so erklärt sich auch der Fuß hier oben in der Ecke. Der Fuß stammt von einem Assistenten, der einen großen Abschatter gehalten hat. Aber hat nicht viel gebracht. So, und jetzt habe ich in der Bearbeitung natürlich versucht, irgendwie das so ein bisschen... Also die invertierten, die falsch herumliegenden Falten sozusagen, die sich dadurch ergeben, zu arbeiten. Und gut, dass die Nase von unten beleuchtet ist, ganz ändern kann ich es nicht, aber ich habe versucht einfach diesen, ja, das Wasser ein bisschen verschönert, denn das kommt so überhaupt nicht zur Geltung, du siehst hier überhaupt nichts vom Wasser. Ja, dann... Aber das hast du wieder durch ein Stockbild gemacht, oder? Dann eben genau, das ist durch ein Stockbild gemacht auch. Im weichen Wasser, was bestimmt mit einem Filter fotografiert ist. Hier, es ist dann die Veränderung nicht mit einem Stockbild passiert, sondern mit zwei Bildern zusammen. Also zweimal zusammen montiert. Einmal bei der Rauch, bei dem anderen schöner war und auch, weil ich die Bäume dann ein bisschen verschlanken wollte. War sehr süß, die Tochter von dem Modell ist mit der Rauchfackel hin und her gelaufen. Ja, süß. Sehr cool. Schau mal gerade, der Norbert hat nämlich geschrieben, warum nicht PS und RAW-Filter? Ach ja, geht auch. Geht also, auch? Machst klar. Du das auch mal? Die RAWs schmeiße ich ja nun bekanntlich weg. Das heißt, dass ich damit eigentlich nicht mehr besonders viel mache. Ich entwickle sie einfach sauber. Von daher, aber es gibt halt schon sehr, sehr coole Plugins, die man für Lightroom kaufen kann, die man sich selber schreiben kann. Das eine oder andere habe ich mir auch geschrieben. Die funktionieren auch auf dem JPEG größtenteils noch ganz gut. Viele schreibe ich mir selber, muss dann nur irgendwie mit den Namen klarkommen, dass ich noch weiß, was ist. Manches habe ich auch durch einen Austausch bekommen, dass man so unter seinen Photoshop-Buddies irgendwann fragt, hier, hast du irgendein cooles Plugin geschrieben oder so. Oh, du arbeitest jetzt zum Beispiel in Lightroom gar nicht mit Presets zum Beispiel, oder? Doch, meine ich ja. Also auch, aber wichtig erstmal, dass ich es basismäßig gut entwickelt habe und nicht dann denke, okay, das Bild kann was, dann auch schon mal gerne. Noch eins. Nicht bei jedem. Nichts irgendwie absäuft in irgendeiner Hinsicht, dass die Farben gut drin sind. Und von da aus kann ich weitermachen. Sehr schön. Klaus hat noch eine sehr interessante Frage gestellt. Hallo zusammen, also war jetzt gar nicht richtig Bezug auf dich, aber wahrscheinlich auch für morgen oder generell. Kann man das irgendwie einstellen, dass man zu Adobe, zur Fotografie oder zu Adobe Photoshop für diese Live-Shows informiert wird? Also in dem Fall für deine Session, für die Photoshop-Session. Ja, kann man. Und zwar musst du jetzt einfach nur hier, wenn du jetzt eben auf adobelive.com bist, auf den Kalender gehen. Und zwar kannst du dann nämlich hier gucken, mal ganz kurz zeigen, dann kann man das vielleicht aber ganz kurz auch mal auf adobelive.com. Du bist doch ein bisschen besser mit dem Netz. Da wäre das Internet. Genau, da haben wir es doch. Und dann würde ich jetzt einfach mal kurz hier ein neues Tab aufmachen. Steht schon da. Da haben wir es, super. Und dann würde nämlich hier, habt ihr nämlich die Kalenderübersicht und da könnt ihr auch in Zukunft übrigens, das heißt der Rufus wird nämlich da immer dann die neuen Termine dann da, die nächsten Events sind, die nächsten Termine für Adobe Live und ihr noch keine Mail bekommen habt, kurz bevor wir eben dann die Mails rausschicken, kommen auch hier schon die Kalendereinträge und dann könnt ihr nämlich hier gucken, zum Beispiel dann eben zum Thema Fotografie mit Jamari Lior und dann könnt ihr hier unten in dem Link genau auf Add to Calendar gehen und könnt euch dann eben aussuchen, wo ihr diesen Kalendereintrag haben wollt. Ganz einfach. Es wird aber auch, und generell zu dem Thema, wie es weitergehen wird mit Adobe Live, Thema Fotografie und Co. Also wir wollen jetzt auch tatsächlich eben mehr Flexibilität rein. Jetzt in der Zukunft auch eben dann Sessions machen, die eben dann auch, so wie jetzt heute, gestern und morgen, verschiedene Aspekte und Themen ansprechen. Und deswegen werden wir euch ja auch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten. Es wird noch eine Umfrage geben in Kürze, die ich rausschicken werde an alle Adobe-Teilnehmer. Im Sinne von alle, die praktisch von uns die Newsletter bekommen, bekommen dann so eine Umfrage rausgeschickt. Auf jeden Fall bitte mit beantworten und mit ausfüllen, weil damit könnt ihr dann eben sagen, was ihr Adobe Live denkt, beziehungsweise was ihr gerne ändern wollt. Und wow, da haben wir jetzt natürlich ganz lustig. Und vor allen Dingen in unterschiedlichen Momenten, ich finde das stylisch. Hat auf jeden Fall was, aber ich glaube, das macht gerade Probleme, deswegen machen wir es mal weg. Schade. Aber sah ganz lustig aus auf jeden Fall. So, genau. So, hört ihr uns wieder? Zack, zack, zack. Genau, ist jetzt wieder da. Es kommen jetzt noch einige Fragen. Hebt ihr euch auf jeden Fall für morgen auf? Wir haben nämlich jetzt leider nur noch eine Minute. Genau, und dann werden wir auch nochmal so ein bisschen darüber sprechen, wie es dann zum Thema Fotografie weitergehen wird. Du warst jetzt wieder unsere erste seit längerem, deswegen bin ich auch ganz happy. Hast du vielleicht noch eine Sache, die du loswerden wolltest, bevor wir dann alles andere auf den morgigen Termin schieben? Ja, schaltet morgen ein. Wir haben gestern ein paar Stunden Zeit, euch coole Fragen zu überlegen, was ihr schon immer von mir wissen wolltet. Ja, sehr gerne. Weil, genau, im Endeffekt, wir wollen natürlich das Ganze immer weiter ausbauen. Adobe Live soll ja auch immer größer werden. Wir wollen, dass ihr auch immer mehr Spaß habt und natürlich, dass es danach geht, was ihr eigentlich sehen wollt. Deswegen gibt es nämlich auch dann in naher Zukunft eine Umfrage. Auf jeden Fall dran teilnehmen. Man kann nämlich auch eine Creative Cloud Lizenz gewinnen. Und genau, und dann werden wir nämlich uns auch mal ansehen, was ihr da eben davon haltet, auch von der Uhrzeit her, von den Themen her, könnt ihr alles dann nach Belieben dann eintragen dort und genau, und je nachdem werden wir dann eben schauen, wie wir das Ganze ausrichten. Ne? Also in dem Sinne sage ich schon mal vielen Dank, Jamari, dass du hier warst und entschuldige, dass ich jetzt ein bisschen unterbrechen musste, weil die Zeit so knapp ist immer. So ein Mist, und wir sind auch, bei welcher Folie sind wir? Können wir uns gleich angucken, noch so viel übrig. Aber ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ab 10 Uhr geht's weiter mit Julia und mit Rufus und dann eben bis 18 Uhr wieder. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen früh wieder ein. Wir werden wieder alle Sessions haben und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank und... Vielen Dank, ich freue mich auf euch morgen. Genau. Wir sehen uns. Schönen Resttag. Genau, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss. Tschüss.